Bleibt das Thema vorab. Geiz ist geil, habe ich das genannt. Geiz ist geil oder etwa doch nicht. Ihr merkt, dass ich mit einem Schlagwort beginne. Und zwar mit einer Reklame, mit einem Werbespruch, der uns ein paar Jahre eigentlich begleitet hat. Es gibt kaum jemanden, der den nicht kennt. Und ich habe die Vermutung, dass dieser Spruch ein bisschen was widerspiegelt von menschlichen Grundhaltung. Denn sonst hätten die den nicht genommen. Und ich will heute mal versuchen, aus buddhistischer Sicht zu prüfen, was da an Wahrheitsgehalt dahinter steckt oder ob es vielleicht doch sich ganz anders verhält. Konkret möchte versuchen, drei Phänomene mal zu untersuchen. Das Nehmen, das Festhalten und das Geben. Und mal gucken, was das in unserem Leben für eine Rolle spielt oder spielen kann. Dazu muss ich ein bisschen ausholen, um den Zusammenhang darzustellen, in dem das Thema sich bewegt. Und zwar fange ich an mit der menschlichen Bedürftigkeit. Tatsächlich ist der Mensch ja ein Phänomen, ein Komplex von den unterschiedlichsten, zum Teil auch ganz seltsamsten Bedürfnissen und Anliegen. Es gibt eine ganze enorme Bandbreite, was man braucht, was man möchte, was man gerne hätte, ohne was man nicht leben kann. Und das Dumme ist, dadurch sind wir angewiesen darauf, dass wir das alles auch irgendwie bekommen. Und wenn man Durst hat, ist es ganz schön, wenn man ein Glas Wasser bekommt. Und wenn man Hunger hat, passt es ganz gut, wenn man Butterbrot kriegt, wenn es kalt ist wie jetzt und man hat eine Jacke zur Verfügung. Wunderbar. Wenn man einsam ist und kann jemanden anrufen, auch klasse. Ja, all diese Dinge. Man muss schauen, dass das, was man gerne hätte, irgendwie auch zu einem kommt. Dass Wunsch und Erfüllung irgendwie zusammenkommen. Und zwar idealerweise so, dass man das genau hat, was man will, dass man es dann hat, wenn man es braucht und dass man es so lange hat, wie man es braucht und dass es auch die Qualität hat, die man sich erwünscht. Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe und auch eine Lebensfrage, wie man diese Kluft zwischen Brauchen und Bekommen, Wunsch und Erfüllung, wie man das verbindet oder diese Kluft überbrückt. Der Mensch ist ja einfallsreich, er hat im Laufe seiner Entwicklung viele Strategien entwickelt, um diese Kluft zu überbrücken. Und die eine Strategie ist die des Nehmens. Ich nehme mir, was ich brauche, auch wenn es einem anderen gehört. Ich nehme es unter Umständen mit Gewalt. Und wenn ich subtiler vorgehe, schwätze ich es jemand ab oder beute jemand aus, ohne dass er es oder sie bemerkt. Sozusagen ein Her damit. Ich greife zu und nehme. Nachteil ist, dass es etwas unsicher ist, denn man weiß nie, wie das Gegenüber reagiert. Kann sein, dass mir das körperlich und geistig nicht wirklich bekommt. Im Zweifel habe ich mit der Polizei zu tun. Also eine Variante, die oft gebraucht wird und angewendet wird, aber nicht wirklich perfekt ist. Zweite Variante, Zufall. Man kann ja sagen, vielleicht habe ich doch so eine Erbtante in Südamerika und ich erbe irgendwann mal ein Riesenvermögen und kann dann alles machen, was ich will. Oder man hofft darauf, dass man Lotto spielt und gewinnt. Also nur wer mitmacht, kann gewinnen. So heißt der Spruch, fügt mir gerade ein in dem Zusammenhang. Ist eine relativ leichte Methode. Muss mich nicht viel anstrengen, aber sehr unsicher. Also man weiß nicht wirklich, ob diese Tante in Amerika existiert. Meistens tut sie das nicht. Eine weitere Variante wäre so eine Art Cleverness. Nicht? Ich gucke, wo ist es am günstigsten, wo ist es am billigsten. Das ist eine Möglichkeit, wenn man alle seine Rechte genau kennt und sagt, das ist ein Recht, das müsst ihr mir zahlen oder müsst ihr mir zur Verfügung stellen. Vielleicht ist man auch clever und spekuliert an der Börse, was es da an verschiedenen Möglichkeiten gibt. Auch hier der Versuch, wenig Aufwand und möglichst viel Effekt. Passt aber auch nicht immer. Also auch eine unsichere Methode. Und die vierte ist die wahrscheinlich häufigste und übliche, man arbeitet.
Also man tut was, man wendet Energie auf, man hat einen Job, einen Beruf, was auch immer, um das zu bekommen, was man hat. Da sehen wir den Nachteil. Vorteil ist, es funktioniert meistens. Also das Prinzip geben, ich gebe Arbeitskraft und bekomme etwas dafür, funktioniert aber auch nicht sicher. Es kann sein, dass man arbeiten möchte, kann es nicht. Kann sein, dass man viel arbeitet und am Monatsende kommt wenig dabei raus. Also auch das ist eine Variante, an die wir uns notgedrungen gewöhnt haben, die aber auch ihre Tücken hat. Also zusammenfassend an dem Punkt kann man sagen, dass die Erfolgsaussichten von dem, was ich genannt habe, zumindest zweifelhaft sind. Es kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Aber bevor wir weitergehen, erst nochmal die Frage, welche mögliche geistige Haltung steckt denn hinter diesem Slogan Geiz ist geil? Da muss ja eine psychische Konstellation da sein. Eine Variante wäre sicher das, was wir an Ego-Konzentriertheit nennen. Ich will, also brauche ich, nehme ich mir das. Ja, also bezogen auf die eigenen Bedürfnisse wird alles andere rundherum ausgeblendet. Und da habe ich den Eindruck, dass sich zum Teil bei uns sowas richtig wie eine Mentalität entwickelt hat. Ich nenne das manchmal Schnäppchenkultur. Ja? Also wenn man Radio anmacht und hört eine Werbesendung oder so, dann heißt es sofort, zahnen Sie da ab. Ja? Aber nur für kurze Zeit, ist klar. Und gehen Sie dahin und sparen Sie dort. Früher hat man Geld ausgegeben, wenn man was gekauft hat, heute spart man davon. Das sind so die Feinheiten unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Also so eine Schlussverkaufsmentalität. Ja? Möglichst billig, möglichst viel für nichts. Aber das ist eine sehr oberflächliche Haltung, vielleicht kennen wir die. Aber es gibt, wie ich denke, eine tiefere Haltung, die wir uns vielleicht gar nicht klar machen, die aber uns antreibt, in diese Richtung zu denken und zu führen. Und diese eine Haltung ist, wenn ich etwas habe, habe ich sowas wie Sicherheit. Ja? Ich habe was, also kann mir nichts passieren. Ich habe mich mit materiellen Dingen abgesichert. Und das zweite bezieht sich mehr auf unser Ich. Ich habe was, ich gönne mir was, ich leiste mir was, also bin ich wer. Und diese beiden Motive des Haben-Wollens, weil man Sicherheit sich erhofft, und des Haben-Müssens, weil man sich dadurch irgendwie heraushebt, weil man merkt, ich existiere, ich bin wer, sind die eher subtilen Formen, warum man in diesen Strudel hineinkommt, den ich andeute. Und was ist die Folge davon? Naja, her damit, nehmen, anhäufen. Mehr haben wollen, mehr brauchen wollen. Und wenn man es hat, festhalten, nichts mehr hergeben, weil das, die Bestätigung muss ja bleiben. Wenn es wieder weggeht, dann ist ja auch der positive Effekt mit weg. Und am Ende steht man, verteidigt das mit Zähnen und Klauen, wenn es sein muss. Also das ist da alles mit angelehnt. Wir sind in einem christlichen Land aufgewachsen und kennen alle den Spruch, seliger denn nehmen. Geben ist seliger denn nehmen. So, und das klingt ja jetzt mal ein bisschen anders. Ja? Es klingt nach einer Alternative und das ist das, was ich heute in erster Linie besprechen will. Was ist die buddhistische Alternative oder die Alternative, die uns die spirituellen Traditionen lehren? Heißt, dass wir uns bemühen könnten, heute eine andere und erweiterte Sicht der Dinge zu haben und möglicherweise auch so einen Schub, einen Anstoß bekommen, unsere Lebenspraxis in der einen oder anderen Weise ein bisschen wenigstens zu verändern. Mit anderen Worten, Thema des Tages ist, das Phänomen des Gebens zu verstehen und die Folgen des Gebens sich klarzumachen. Und da kommen wir an eine erste Widersprüchlichkeit, die unzweifelhaft mit diesem Thema verbunden ist. Denn jeder hat auf der materiellen Ebene die Erfahrung gemacht, wenn man etwas weggibt, ist es fort. Das ist nicht mehr da. Also wenn ich dem Bettler da vorne einen Euro in seine Schale tue, hat der ihn und ich habe ihn nicht mehr. Das heißt, ich kann ihn beim Mittagessen nicht mehr ausgeben. Ich mindere damit meine eigene Genussfähigkeit, meine eigene Sicherheit, meine eigene Anerkennungsfähigkeit. Also genau das, was ich ja anstrebe mit dem
haben wollen, den besitzen müssen, das fällt dadurch weg. Und jetzt kommt, geben ist seliger denn nehmen, aber auch der Buddha mit seinen Lehren, der genau das Gegenteil sagt, was man zunächst vielleicht gar nicht dann erkennen und verifizieren kann. Er sagt, was man weggibt, ist nicht weg. Es ist nur sozusagen mal im Umlauf. Ja. Es wird wieder zurückkommen. Es ist nur für den Moment unsichtbar, es kehrt zurück. Mit anderen Worten, geben heißt künftig bekommen. All das, was ich jetzt zur Verfügung habe, sagt er, steht dir jetzt bei uns zur Verfügung, weil es früher gegeben worden ist. Eine gewährende Haltung zu entwickeln, der Welt gegenüber, den Menschen gegenüber, bedeutet, dass die Welt, die Menschen auch uns gegenüber gewährender werden. Also wir haben hier so eine Zweideutigkeit auf der materiellen Ebene, wo wir es unmittelbar mit Augen sehen können, herrscht eine andere Gesetzmäßigkeit als auf der Ebene, die ein spirituell Großer sieht. Und damit, mit diesem Widerspruch, müssen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Ich will zunächst, wie ich das ja immer gerne mal mache, auch den Buddha selbst zu Wort kommen lassen, damit mir eben auch das Original in diesem Zusammenhang hört. Er stellt einmal die Frage, was heißt denn sich in Freigebigkeit bewähren? Und die Antwort ist, da lebt jemand aus guter Familie zu Hause mit einem Herzen, das frei von Makel des Geistes ist. Er ist spendabel, zeigt eine offene Hand, freut sich am Geben, ist großzügig und findet Gefallen am Teilen. Das heißt, sich in Freigebigkeit bewähren. Nur als eine erste Definition war. Und was die Funktion angeht, dieses Dana, sagt er an einer anderen Stelle, aus 91 Weltzeitalter, deren ich mich erinnere, weiß ich von keiner einzigen Familie, die da allein durch Darreichen von Almosen geschädigt wurde. Doch jene begüterten, überaus reichen, ausgesprochen vermögenden Familien mit beträchtlichem Besitz an Gold und Silber, von ansehnlichem Wohlstand und Habe, mit reichlich Geld und Getreide, alle sind es nur durch Geben, durch Ehrlichkeit und Selbstbeherrschung geworden. Und das ist mal die These, die er in den Raum stellt. Und die ist ja ein bisschen anders als die Eingangsthese, Geiz ist geil. Ja, da sehen wir da den minimalen Unterschied zwischen den beiden Dingen. Und bevor ich weitergehe, dass wir uns einfach auf der sprachlichen Ebene nochmal klar machen, mit was wir es zu tun haben, habe ich ein paar Stichworte aufgeschrieben, welche Worte wir verwenden, um das Phänomen zu beschreiben, das im Moment auf der Tagesordnung steht. Zum Beispiel geben, das ist das Basic-Wort, aber auch gewähren, teilen, schenken, teilhaben lassen, opfern oder auf der psychischen Ebene mehr Großzügigkeit, Freigebigkeit, Gönnen, Solidarität. Wer sich für Pali, für die Sprache des Buddha interessiert, sage ich das immer dazu. Da heißt es das Dana. Und dieses Wort, das indische Wort Dana, ist bis sozusagen nach Europa gekommen. Die Lateiner kennen das als Dar, als Geben. Und wir haben heute den 11. Januar 2014 und das ist das Datum und das ist dasselbe Wort. Das Datum ist das, was uns gegeben worden ist. Zumindest was die Zeiteinteilung angeht. So viel zur Sprache. Aber lass uns jetzt nochmal näher betrachten, wie sich dieses Phänomen des Dana äußert. Da gibt es mehrere Varianten. Ich habe mal vier jetzt aufgeschrieben. Eine im engeren Sinne geben, ist das, was man so im kleinen Kreise tut. Also in der Familie beispielsweise. Wir haben ja Weihnachten hinter uns und das ist eine Gebensorgie quasi. Jeder muss, das ist ja fast schon, das ist eine Verpflichtung. Jeder muss ja jedem irgendwas geben. Oder wenn man zu Geburtstag jemand was schenkt oder zum Essen einlädt oder irgendeine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit gibt. Das ist das, was glaube ich, in unserem Leben eben auch bekannt ist. Selbstverständlichkeit, so auf der individuellen Ebene miteinander umgehen.
Das nächste Stichwort könnte man Spenden nehmen, Spenden nennen. Das hat schon einen größeren Hintergrund, nicht? Also man spendet beispielsweise an eine Organisation, an einen Verein oder wenn ein Aufruf kommt, dass man Menschen hilft, die in einer Katastrophe sich gerade befinden. Da seht ihr, das hat schon nichts mehr Individuelles, nicht nur Individuelles, sondern das ist ein Denken in großzügigem Zusammenhang. Man denkt an das Ganze, an das Wohl der Allgemeinheit, auch an Menschen, die vielleicht 5000 Kilometer weit entfernt sind. Dann hätten wir noch das Stichwort Opfern. Das ist ein Opfer für mich. Nicht? Da merkt ihr schon den Unterschied. Man gibt etwas, aber im Grunde hätten wir es doch gern behalten. Ja. Wenn man viel Geld hat, macht es wenig aus zu sagen, da hasse man eine Mark oder so. Aber wenn man wenig hat und es einem selbst berührt und wenn man selbst zurückstehen muss, dann merkt ihr, hat das eine andere Qualität. Ich muss wirklich etwas opfern von dem, was ich habe. Es tut mir selbst irgendwo weh, es zu geben. Ah, okay, bitte, hier hast du es. Und das größte Opfer, das es ja auch immer mal wieder gibt, ist das Opfer des eigenen Lebens zugunsten von anderen Menschen oder anderen Wesen. Und da fragt der Buddha, um das zusammenzufassen, einmal, was ist denn richtige Anschauung, also die richtige Sichtweise dessen, worüber wir reden? Schenken, Almosen geben, spenden ist heilsames Tun. Also nicht nur, dass es diese Varianten gibt von Verhaltensweisen, sondern der Hauptsatz, und ich komme später natürlich näher darauf zurück, der Hauptsatz ist, spenden ist ein heilsames Tun. Es ist etwas, was uns nützt. Ich will es noch ergänzen mit einem Wort, das ein bisschen altmodisch heutzutage klingt, das Almosen genannt wird. Nicht Almosen, das sind mehr so kleinere Gaben, die man gibt, aber da ist auch der Aspekt mit drin, dass man Geistlichen, dass man der Kirche oder wem auch immer gibt, also Menschen im Idealfall, die selbst kein Einkommen haben, wie etwa der buddhistische Orden damals, der ja ein Bettelorden war. Keiner der Nonnen und Mönche damals zu Zeiten des Buddha hat selbst gearbeitet, hatte Einkommen. Und die waren eben angewiesen darauf, dass sie von der Bevölkerung unterstützt wurden. Sie waren auf Dana angewiesen. Materielle Unterstützung, während dann der Orden umgekehrt auch Dana gegeben hat, nämlich Dana als Lehre, als Belehrung. Jetzt stellt sich die Frage, was gibt man denn? Ja, also die Funktion oder die Tätigkeit haben wir ein bisschen eingegrenzt und kennengelernt, aber es macht die Frage auftauchen, was gibt man denn? Weil wir alle sehr materialistisch eingestellt sind. Nein, ein paar von uns waren früher materialistisch eingestellt. Und die denken da sofort an irgendwas Materielles. Ja, was gibt man? Ein Euro oder was Eingepacktes. Das ist ein Geschenk, was dem anderen hilft. Das ist ja unser Normalfall. Da brauchen wir jetzt gar nichts irgendwie groß, braucht man gar nicht groß nachzudenken. Das ist unser Hauptgedanke, der auftaucht. Aber wir sollten dabei nicht fixiert bleiben, denn der Buddha macht ganz deutlich, dass es darauf nicht alleine ankommt, sondern das Geben sehr viel mit immateriellen Dingen zu tun hat. Ich kann beispielsweise jemandem zuhören, was der auf dem Herzen hat. Ich kann jemand einen Rat geben, wenn der einen Rat braucht. Ich kann jemand Trost zusprechen, wenn der Betreffende in einer unangenehmen, traurigen Situation ist. Ich kann übrigens auch die Lehre vermitteln, das sagt der Buddha auch. Lehre ist auch eine Gabe. Ja. Zeit kann man schenken. Man kann sagen, ich komme zu dir, du kannst deine Waschmaschine nicht reparieren, ich komme zu euch. Also ich kann es nicht, bitte. Das war nur ein Beispiel. Nur um zu zeigen, dass wir nicht an Geld und Gut denken müssen, allein wenn wir über Dana reden, sondern das ganze Umfeld des menschlichen Austausches. Nächste Frage, wem gibt man denn? Ein bisschen habe ich das schon angedeutet, aber es lohnt, dieser Frage nochmal näher nachzugehen. Wer ist denn ein guter, geeigneter Empfänger von dem, was ich abgebe? Da fange ich vielleicht überraschend an mit einem Aspekt, den ihr nicht erwartet, sich selbst was geben. Das klingt paradox, aber viele Menschen können sich selbst nichts
gönnen. Na, die sind sich selbst gegenüber geizig. Wir werden in dem Lesetext heute Vormittag noch so einen Fall kennenlernen aus der Historie. Das ist nicht einmalig heute, dass Menschen ärmlich in ärmlichen Verhältnissen sterben, aber auf der Bank jede Menge Geld haben. Damit fängt es an, dass man sich selbst genug gönnt und selbst gibt, um dann erst in der Lage zu sein, anderen was zu geben. Aber das wäre ein bisschen eng. Ja, sehen wir ein. Jetzt ein Zitat, wo ihr seht, wie der Erwachte diesen Kreis der Empfänger entsprechend öffnet. Ein guter Mensch, wird da gesagt, wenn er Reichtümer erworben hat, beglückt und erfreut sich selber. Okay. Beglückt und erfreut Vater und Mutter, Kinder und Gattin, Diener, Arbeitsleute, beglückt und erfreut Freunde und Beamte, den Samanas und Brahmanas, das sind die spirituell Aktiven, bringt ihr eine geistigen Aufstieg bezweckende Ehrengabe dar. Also sind sie alle mit abgedeckt, wenn ihr so wollt. Die Menschen, mit denen wir unmittelbar zu tun haben, in der Familie, in der Verwandtschaft. Die Menschen, die wir kennen über unsere berufliche Tätigkeit, aber auch in gesellschaftlichen Kontakten. Man hat ja auch mit Ämtern zu tun, mit Behörden zu tun, wo wir oft nur die Funktion der Menschen sehen, aber nicht merken, das sind ja auch Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Und am Ende steht hier auch wieder das Element des Geistlichen, dass man achtet auf die, die auch Lehrer sind im weitesten Sinne. Und an mehreren Stellen des Pali Kana wird deutlich, dass man auch Tieren geben soll. Ja, also dass man das jetzt nicht nur beschränkt auf den menschlichen Aspekt, sondern dass man immer sich auch klar macht, das sind ja auch Lebewesen, empfindende Wesen, denen es auch besser geht, wenn sie was bekommen und weniger gut geht, wenn man ihnen etwas nimmt. Und dann nochmal ein Wort des Erwachten. Selbst wenn jemand sein Spülwasser aus Topf und Teller in einen Tümpel oder einen Graben ausschüttet und dabei denkt, was immer an Lebewesen darin existiert, möge sich davon ernähren. So nenne ich das verdienstbringend. Um wie viel mehr noch, wenn sich eine Gabe auf menschliche Wesen bezieht. Also ihr merkt, dass der Buddha immer den Blick weitet, immer mehr unser Wesen einbezieht. Und jetzt kommt eine Kategorie zum Schluss noch dazu, die möglicherweise uns ein bisschen im Westen befremdet, nämlich, dass da auch in diesen Dana-Prozess Geistwesen eingebunden werden. Die wenigsten von uns werden auf vertrautem Fuß mit Geistwesen stehen, nehme ich mal an. Und deshalb nicht so sehr auf die Idee kommen, ihr sollt auch was haben. Aber in Asien ist das noch sehr viel mehr verbreitet, dass man insbesondere an die Wesen denkt, die vielleicht mit uns früher zusammengelebt haben, die aber verstorben sind. Und die nach buddhistischer Tradition ja nicht auch weg sind, wie das Weggegebene weg zu sein scheint, sondern sehr viel präsenter und sehr viel menschennäher sind, als wir vielleicht glauben. Und auch denen soll man geben. Praktisch, um das in einem Satz zu sagen. Also wenn man beim Mittagessen oder wann auch immer zu Tisch sitzt, nehmen die ein kleines Schälchen und geben ein bisschen von ihrer Speise auf dieses Schälchen und sagen, so, das ist jetzt für euch. Das hat sehr viele Aspekte, die nachher vielleicht noch mehr deutlich werden. Aber ihr seht, hier ist eine Art von Geben, von Praxis angedeutet, die uns... Was passiert denn daran mit dem Essen? Das wird gegessen. Wir kommen aber nachher in der Aussprache, ja? Wir machen es vielleicht besser so, dass ich erstmal insgesamt das darstelle, sonst kommen wir vielleicht ein bisschen mit der Zeit ab. Wir haben genügend Zeit, alle Fragen zu beantworten. Ja, aber merkt was. Also, das war das Thema, wem gibt man denn? Und da haben wir gesehen, das ist eine ganze Bandbreite. Nächster Punkt, wie gibt man denn? Also, wenn man hinguckt, merkt man, dass sie mit diesem einfachen Wort Dana sehr viele Fragen und auch sehr viele Belehrungen des Buddha verbunden sind. Jetzt geht es um die Frage, wie gibt man denn? Hintergrund ist, dass Dana nicht nur ein äußerer Akt ist, das was, sondern wie immer bei dem Buddha ist das Entscheidende die innere Haltung, die innere Beteiligung, der innere Akt des Gebens. Also nicht das, was die Hand tut, sondern das, was
Geist und Seele tun. Und da ist es ein Unterschied, ob ich mit Wohlwollen und Mitempfinden gebe oder so, ja, da hast du halt was, nicht? Wichtig ist auch, dass Dana ohne Reue erfolgt. Ach, war das jetzt zu viel Trinkgeld? Hätte ich ihm doch 10 Cent weniger geben sollen, ne? Oder so. Nicht? Oder das berühmteste Beispiel überhaupt. Jetzt hat man dem Bettler da vorne was gegeben. Ach, warum hast du das jetzt gemacht? Er versäuft sowieso was. Ja? Also erst hier hast du was und dann wird es innerlich wieder zurück. Da ist natürlich der Effekt weniger gut. Dann sagt der Erwachte, dass es auch ein Unterschied ist, ob man etwas eigenhändig gibt, mit Aufmerksamkeit, oder es sozusagen machen lässt. Ja, also wir haben ja die Dana-Möglichkeit des Dauerauftrags. Nicht verkehrt. Aber der Unterschied, ob der Dauerauftrag für mich Dana-Funktion hat, oder ob ich das selbst mache. Mit innerer Beteiligung, weil da die Wirkung auch eine ganz andere ist. Kommt darauf zurück. Einfühlend oder von oben herab? Es gibt ja viele großzügige Geber, ja, ihr da unten, also da, hier, ich wäre sozusagen etwas. Ne? Das ist kein Geben im eigentlichen Sinne, das ist ein Aufblustern der eigenen Person. Der andere wird sozusagen degradiert als Almosenempfänger, um mich selbst entsprechend zu erhöhen. Nicht blind sollte man geben. Ja? Dass man alles wegschenkt und dann sagt, man hat das Sozialamt offen, ich kann ja die Miete nicht mehr bezahlen. Da ist der Buddha ein Realist. Man kann nur das schenken, was man hat. Ja? So viel man hat, und es macht keinen Sinn, sich arm zu machen und dann ohne etwas darzustellen. Noch ein Punkt. Man sollte mit Einsicht geben. Also der Geist sollte sich klar machen, der Kopf sollte uns klar sagen, was du jetzt machst, ist richtig. Geist ist eben nicht geil. Geist ist ungeil, sondern Dana ist etwas, was die Hassenverblendung überwindet. Nicht messen, wird gesagt. Nicht messen heißt in dem Fall gucken, der ist mir sympathisch, kriegt was. Unsympathisch, kriegt nichts. Ja, sondern auch da diese Schranken fallen lassen, sondern nicht sortieren nach Menschen, die mir was nützen, die mir angenehm sind, sondern ja, zu gucken, dass alle Bedürftige sind und alle etwas haben. So, da, wenn man diese Motivationen bei sich mal anguckt oder überhaupt anguckt, wird man schnell merken, dass es da Mängel gibt, Einschränkungen. Wir sind ja keine Heiligen, die das alles so perfekt können. Und das bedeutet, dass wir auch nicht wirklich alles von der Motivation her völlig rein tun. Grundsätzlich, und das will ich nochmal betonen, grundsätzlich gilt, geben ist immer besser als nehmen oder festhalten. Aber in dieser ganzen Skala von Motivationsmöglichkeiten gibt es eben auch Einschränkungen. Und eine Einschränkung ist, ich gebe dir was, damit du mir was gibst. Das kannten die alten Römer schon. Die haben gesagt, du und des. Ich gebe, damit du gibst. Das ist so ein bisschen kaufmännisch halt, nicht? Und der hat mehr Geld, verdient mehr Geld als ich, also wird der mir ein größeres Geschenk geben, als ich ihm. So ungefähr ist dann gedacht. Eine Variante wäre auch, zu geben, um Anerkennung zu bekommen. Ich will schon mal in der Zeitung gucken, ob mein Name erwähnt ist, weil ich dem Taubenzüchterverein doch was zum 100-jährigen Jubiläum gestiftet habe. Ach, guck, da stehe ich. Hier ganz in der zweiten Zeile schon. Ja. Ist danach, aber schon so ein bisschen doch begrenzt, was die Motivation angeht. Geben, um jemand loszuwerden, ist auch eine übliche Methode. Komm, da hast du was. Geh aber jetzt. Ja. Die typische Urlaubssituation, man sitzt am Strand und die Sonne geht unter und man kriegt seinen Hummer an Dillschaum oder so. Und da kommt einer vorbei und will da was. Das ist ausgerechnet in der Situation, wo das so romantisch ist. Ja. Da gibt jeder was. Aber nicht, da hast du auch was, das ist auch sein Biss. Sondern, verschwind. Nicht so unhöflich, aber das ist die Funktion des Gebens. Dann bin ich dich los. Ja. Dann habe ich Bestechung noch aufgeschrieben, aber das ist fast kein Geben mehr. Das ist ein mieser Deal. Ja. Da hast du einen Fuffi oder was und du gibst mir den Stempel. Also das wäre noch eine Variante.
Wenn wir die Belehrung des Buddha anschauen, wird man merken, dass er immer darauf hinweist, alle Dinge, die wir tun, sind Ergebnis von Übung. So ist es auch mit Dana. Dana ist nicht etwas, was man nicht kann oder morgen dann kann, sondern es ist auch eine Verhaltensweise, die man sich einüben kann, die man erlernen kann, wo man dann mickrig anfängt und irgendwann mal ein Perfektionist ist. Und wenn man mal diese beiden Pole gegenüberstellt, dann würde ich das in etwa so formulieren. Sehr mangelhaft noch ist, wenn man nur zögernd gibt, also wenn ich 100-mal gefragt bin, ach, gib mir doch mal eine Zigarette, so ungefähr. Also so innerer Widerstand. Wenn man nur widerwillig ist, na, in Gottes Namen, wenn es denn sein muss, dann kriegst du Hals, so ungefähr. Wenn man wenig gibt, also gerade so, wie es sein muss, wenn schon Trinkgeld, dann mindestens auch 10 Cent oder so. Der Richtung. Dass man aber eigentlich auch Schlechtes gibt, ja. Dass man gibt und nachher es bereut. Ach, hätte ich doch besser nicht. Ich habe doch auch Hunger. Mir gibt doch auch keiner was. Und der Idealfall ließ sich in den Stichworten beschreiben. Spontan, wie selbstverständlich, mit Freude, genug, auch vielleicht ein bisschen mehr, das Beste, was man hat, und mit Erinnerung, mit freudiger Erinnerung. Dass man nicht nachher denkt, das war jetzt ein Fehler, sondern ach, das war doch schön, der hat sich gefreut. Ein Zitat. Zur Seite sitzend sprach da König Parsenadi zu dem Erhabenen also: Wann ist denn Herr Almosen zu geben? Die Antwort ist ganz schlicht: Wann das Herz daran Freude hat. Das ist Armut. Also wenn man sich zwingt und wenn es einem wehtut und so, ist das die halbe Miete, aber es ist dann in Ordnung, wenn man innerlich sich damit identifiziert, das Empfinden hat, jawohl, das war prima. Jetzt ist die Frage, nochmal, seliger denn nehmen, warum soll man es denn tun? Das habe ich ja noch ein bisschen ausgespart. Wir kennen das ja von vielen religiösen Belehrungen, man soll lieb sein und soll freundlich sein und ehrlich sein. Also all die Dinge, von denen man das Gefühl hat, dass sie das Leben doch eher einschränken. Und so könnte man die Idee haben, dass dieser Appell zum Dana auch nichts anderes ist als so ein frommer Wunsch. Naja, macht's doch, wäre doch ganz schön. Und eine bessere Motivation oder eine kräftigere Motivation gewinnt man ja häufig, wenn man wirklich erkennt, dass die Dinge ihren Nutzen haben. Ich meine, für den anderen schon. Wenn der andere sein Geschenk hat, für den hat es meistens einen Nutzen. Aber hat Nutzen auch der Dana gibt? Diese Frage will ich jetzt. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass auf der sichtbaren Ebene man den Eindruck haben muss, geradezu, was weg ist, ist weg. Und erst mühsam uns daran erinnern müssen oder uns klar machen müssen, dass eben weg nicht weg ist, sondern nur, dass man der Warteschleife ist. Und ich möchte deshalb die Frage jetzt mal näher anschauen, was denn die verschiedenen Folgen sind, die sich aus Dana ergeben. Ich zitiere den Erwachen nochmal. Würden die Wesen die Frucht des Verteilens von Gaben so kennen, wie ich sie kenne, sie würden nichts essen, ohne etwas davon abgegeben zu haben. Und der Makel des Geizes würde ihr Herz nicht ganz und gar gefangen nehmen. Hätten sie auch nur einen letzten Bissen, nur einen Mund voll, sie essen nicht, ohne davon abgegeben zu haben, wenn sie Empfänger dafür hätten. Weil aber die Wesen die Frucht des Verteilens von Gaben nicht so kennen, wie ich sie kenne, essen sie, ohne etwas davon abgegeben zu haben. Und der Makel des Geizes nimmt ihr Herz ganz und gar gefangen. Das ist ein markiger Spruch. Ja? Aber erinnern wir uns dran, dass hier ein Buddha spricht. Also jemand, der eben nicht nur die äußerlichen Dinge sieht, sondern wenn ihr so wollt, hinter die existenziellen Kulissen guckt und die geistigen
die psychischen Gesetzmäßigkeiten der Existenz durchschaut. Also, geben ist seliger denn nehmen. Wenn das die Behauptung ist, dann müssten jetzt ein paar Punkte kommen, woran sich das zumindest thesenhaft erhärten kann. Sonst bleibt es ja einfach nur eine Behauptung. Wobei wir da ganz klar unterscheiden müssen nach drei verschiedenen Punkten. Einmal gibt es sichtbare Folgen von Dana, aber auch Folgen, die noch nicht sichtbar sind, unmittelbar. Dann gibt es solche, die sofort unmittelbar auftauchen, Ursache wirklich sofort. Und es gibt Folgen, die relativ spät erst sich zeigen. Und last not least ist vielleicht das Entscheidende, es gibt Folgen, die sich im Äußeren, in der äußeren Welt manifestieren, und es gibt Folgen, die sich in uns selbst, im eigenen Geist, in der eigenen Psyche manifestieren. Und das ist das Entscheidende. Und das will ich ein paar Punkte mal kurz skizzieren. Ich fange damit an, welche Ergebnisse von Dana gibt es in diesem Leben und im äußeren Umfeld? Und da ist die Antwort, die der Erwachte gibt, guck mal, das Zusammenleben der Menschen wird einfacher, es wird harmonischer. Nicht, wenn man gebefreudig ist, wird man schnell feststellen, dass man mit anderen besser zurechtkommt. Dass es weniger knackt, weniger knirscht, sondern dass das einfacher untereinander ist. Dass auch in einem gewissen Sinne Beliebtheit größer ist, so banal das jetzt ist. Also Geizkragen ist in der Regel nicht so beliebt wie jemand, der spektabel ist. Aber auch, da ist der Erwachte hin, dass der Umgang, mit dem man oder der Umgang, den man pflegt, ein anderer wird. Nicht gleich zu gleich zieht sich an. Wenn wir ganz gerade miteinander zu tun haben, ist das halt so. Und wenn man gebefreudiger ist, dann hat man notgedrungen, auch mit Menschen zu tun, die eine ähnliche innere Ausrichtung haben. Nächster Punkt. Ergebnisse von Dana in diesem Leben, hier und jetzt nur so, aber nicht da draußen, sondern in mir selbst. Ja. Da ist einmal die Erfahrung, dass man feststellt, ach, ich brauche das ja gar nicht wirklich. Wo hat man vielleicht gedacht, wenn ich das nicht habe, geht es mir schlecht. Ja? Und da erfährt man, das geht ja ohne. Guck mal, krass, gar nicht wirklich. Das heißt, es ist ein Moment der Freiheit, den man entdeckt, der Freiheit von den materiellen Dingen, auf die man so gesetzt hat, auf die man normalerweise so baut. Ein bisschen mehr noch ist das, was man an Freude erlebt, wenn man schenkt. Das sind die Frauen eher Spezialisten auf dem Gebiet, die haben da sehr viel mehr Erfahrung, dass Freude machen Freude bringt. Und das ist der Unterschied zwischen dem Weg und Nicht-Weg, weil das materielle Geschenk ist weg. Aber die Freude, die dadurch entsteht, die ist ja gerade erst aufgekommen und die kann auch bleiben. Ein ganz interessanter Punkt, der Buddha sagt, ein Gebefreudiger tritt anders in der Öffentlichkeit auf, nämlich souverän. Er hat keine Angst, mit Menschen zu tun. Also wenn da 100 Leute stehen und da hat er jetzt keine Angst, da reinzugehen, sondern ist, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es nicht wirklich genau fassen, wie der Zusammenhang ist, aber das ist die Behauptung, man tritt souverän auf, wenn man innerlich auch offen ist. Ja? Das ist wahrscheinlich das Korrespondierende. Wenn es hier in mir offen ist, dann können doch auch alle rein. Wenn ich so ganz klein und eng bin, dann ist auch das Gegenüber dann irgendwie mir gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes. Folge Nummer 3, jetzt sind wir außerhalb unserer eigenen Erfahrung. Das sind die Konsequenzen von Dana für das künftige Leben. Und das ist etwas, was die meisten Menschen heute ja nicht mehr auf der Rechnung haben, dass es irgendwie weitergeht. Ja? Und wie es weitergeht. Die meisten denken an diesen Kasten, es gibt so Kästen. Da kommt man rein und da ist es alles aus. Nicht? Das ist die letzte Gabe sozusagen. Das ist für die Würmer und dann ist Schluss. Nee, sagt der Erwachte, das ist ja nicht der Fall. Da müssen wir uns Europäer gerade dran gewöhnen, dass Existenz weitergeht, dass der Bewusstseinsprozess, der Wahrnehmungsprozess, der Erlebensprozess weitergeht
und später das auf uns zukommt, was wir hier geleistet haben, was wir hier getan haben. Das ist das Stichwort Karma. Da würde ich nochmal einen Vers vorlesen, der geradezu paradox klingt. Der Warte sagt, so steht die Welt in Flammen, durch Alter und durch Tod. Durch Geben magst du retten, was gegeben wurde, ist in Sicherheit. Ja, stellen wir uns das mal vor, in diesem Raum würde es brennen. Und wir würden alle drinnen bleiben und alle Dinge, die wir haben, festhalten. Ergebnis wäre, es würde alles verbrennen. Wir haben am Ende alles weg. Aber nehmen wir an, wir würden all unseren Besitz aus dem Fenster rauswerfen. Geben. Dann können wir die Bude verbrennen. Aber unser Besitz wäre noch da. Und das ist das Bild, das der Buddha hier verwendet. Alles, was man in diesem Leben gibt, ist eben nicht weg, sondern aus einer Welt des Brennens von Alter, Krankheit, Tod hinüber gerettet, weiter gerettet, weil man es hier rechtzeitig gegeben hat. Zugegeben, das ist etwas, was unsere Erfahrung überschreitet, die Erfahrung der meisten überschreitet. Aber es gibt vieles, wo man dem Buddha eher vertrauen sollte als dem einen kleinen Menschenverstand. Klar, dass es da viele Varianten gibt. Ich rede ja ein bisschen schwarz-weiß, wenn, dann, nicht? Ursache, Wirkung. Unser Leben ist tatsächlich ja sehr bunt und sehr vielfältig. Jeder strickt sein Leben ein bisschen anders, sodass dieses Verhältnis von Dana hier und dem künftigen Erleben auch unterschiedlich ist. Und zwar unterschiedlich je nachdem, wie stark in uns diese Fähigkeit zum Geben, die Fähigkeit, die Silas einzuhalten, wie stark das Ganze ausgeprägt ist. Und Herr Warte sagt, wenn das beides, also Dana und Sila, wenig ausgeprägt ist, aber immerhin noch da, dann wird man als Mensch wiedergeboren, aber in relativ bescheidenen Verhältnissen. Wenn diese beiden Verhaltensweisen Dana, Sila mittelmäßig ausgeprägt sind, wird man als Mensch wiedergeboren, aber in ordentlichen, wohlhabenden, genügenden Verhältnissen. Wenn aber diese Verhaltensweisen stark ausgeprägt sind, richtig, toll, manifest, dann wird man als Deva wiedergeboren. Das heißt, als ein Wesen, das wir ja, Engel nennen oder Götter oder wie auch immer. Also auf einer Ebene, die man übermenschlich nennen kann. Jetzt kommt eine weitere Merkwürdigkeit. Dass nämlich die Folgen von Dana auch davon abhängig sind, wem man gibt. Vorhin ist schon mal kurz angesprochen, wer der Empfänger ist, aber die Frucht von Dana verändert sich je nachdem, wie rein das Gegenüber ist, der etwas von mir empfängt. Und die Grundregel ist, je reiner der Empfänger oder die Empfängerin ist, umso größer, umso ja, eindrucksvoller ist das, was an Konsequenzen aus Dana hervorgeht. Nicht die Geste muss rein sein, sondern der Empfänger. Komme ich noch. Das Dumme bei Vorträgen ist, man muss, wie bei den Klößen, man muss immer ein Klöß, dann den nächsten. Ich würde gerne alles gleichzeitig sagen, aber ich muss es der Reihe nach nacheinander sagen. Komme drauf. Also, wir sind erstmal beim Empfänger, weil wir beim Geben ja erstmal an den denken, oder auch den, der gibt. Und da heißt es, wie gesagt, je reiner der Betreffende ist, umso fruchtbringender ist das. Es gibt eine schöne Lehrrede, in der der Erwachte so eine ganze Hierarchie aufzählt, wo er zunächst mal von einem ja, Brahmanen berichtet. Vilama heißt der, der unendlich viel gespendet hat aus seinem überaus reichen Besitz, aber es war im Grunde keiner da, der das so richtig würdigen konnte. Heißt es, ja, das war fruchtbringend. Aber die Empfänger waren eben nicht wirklich toll. Und dann kommt die Hierarchie, ja, wem man was gibt, mit welchen unterschiedlichen Konsequenzen. Also um es kurz zu machen,
je nachdem, welche Heiligkeitsstufe jemand erreicht hat, angefangen vom Stromeintritt bis hin zur Heiligkeit, wächst sozusagen die Frucht, die aus Dana hervorgeht. Und wenn man dem Buddha etwas zugutekommen lässt oder sogar dem Orden mit dem Buddha an der Spitze, dann kann man es sozusagen vor Glück gar nicht mehr aushalten. Also das Problem haben wir heute nicht mehr. Ja. Wir müssen uns da ein bisschen in kleineren sozusagen Dimensionen bewegen. Ja. So, jetzt komme ich auf den Punkt, dass beim Geben ja immer zwei beteiligt sind, der etwas bekommt und der es vorher hatte. Und auch da ist die Motivation entscheidend, nicht aus welcher inneren Haltung ich etwas... Das war mir klar, ich wusste nicht, dass der Empfänger entscheidet. Das ist auch nicht so überraschend. Immer beides zusammen. Ja. Und da wird einmal... Nee, das kommen wir später drauf, das lasse ich mal weg. Aber da kommen wir nochmal separat drauf. Ja? In der Arbeitsgruppe nachher in der Workshop. Empfänger und Geber, sozusagen von der inneren Haltung, entscheiden darüber, welche Funktion da stattfindet. Ich komme auf eine vierte Folge von Dana, die eigentlich die entscheidende ist. Alles andere war eher Vorgeplänkel. Praktisch gut, aber im Grunde Vorgeplänkel. Weil Geben etwas Doppeltes verändert. Dana verändert die, wenn ihr so wollt, äußere Welt, das Zusammenleben der Menschen, harmonisiert es, aber danach verändert vor allen Dingen die innere Welt, den eigenen Charakter, sozusagen die eigene Struktur von Herz und Geist. Die Psyche, die man mit sich herumträgt, die man eigentlich ist, wird dadurch verändert. Man kann sagen, dass danach einen transzendierenden Charakter hat. Was ändert sich denn in diesem Tätigkeitsfeld? Zunächst mal etwas scheinbar Banales. Ich entdecke, da gibt es ja noch andere Wesen, die auch leben. Kriegt man vielleicht gar nicht mit, weil man so aus sich heraus lebt. Ich will, ich brauche, ich habe, ich muss, mir tut der Kopf weh. Ja. Aber da entdeckt man, es gibt ja andere Menschen, die tut auch der Kopf weh. Und die brauchen auch was, sie sind auch Bedürftige. Und die nächste Stufe wäre, man nimmt den ernst. Nicht nur da ist auch einer, sondern der ist ja im Grunde in derselben Lebenssituation wie ich auch. Der braucht was, hat es nicht, aber möchte es irgendwie bekommen. Das meint, dass diese Art von Praxis die eigene Person verändert. Das aufgeblähte, große, gezüchtete Ego wird ein bisschen auf sein Normalmaß zurückgefahren. Und das Mein, es ist ja so ein Grundgedanke, ich und Mein, das sind beide Hauptgedanken, die in unseren Köpfen rumschweben. Dieser Mein-Gedanke wird endlich mal als ein Panzer, auch als eine Beengung festgestellt. Und angeregt dadurch ist die Motivation, dass man umdenkt in diesem Zusammenhang und auch versucht umzuhandeln. Das Wort gibt es zwar nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Man muss da Vertrauen entwickeln. Zunächst mal Vertrauen entwickeln, dass das, was der Erwachte da an Gesetzmäßigkeiten aufgezeigt hat, dass das auch tatsächlich der Realität entspricht. Noch ein bisschen tiefer das Ganze. Nicht? Also das eine war jetzt, unser Ego wird irgendwie ein bisschen in Frage gestellt, wird ein bisschen luftiger, nicht so starr. Der transzendierende Charakter des Gebens geht noch weiter. Weil uns nämlich dadurch erst etwas von einer tieferen Sichtweise hinsichtlich der Realität aufleuchtet. Schon bei dem Beispiel Ergebnis ist nicht weg, sondern ist im Umlauf, bricht ja unser materialistisches Weltbild auf, sofern wir es denn noch haben. Denn es wird hier hingewiesen auf eine existenzielle Gesetzmäßigkeit, die wir nicht unmittelbar sehen, die aber viel wirkungsvoller und für unser Leben viel bedeutungsvoller ist als das, was sich auf der materiellen Ebene abspielt. Dieses Ich-Mein-Denken wird als Schleier vor der Realität gesehen. Und wer das sozusagen mal erfährt,
er merkt erst, wie abseits von der Wirklichkeit er oder sie oder wir alle die ganze Zeit waren. Das Befreiende des Loslassens ist etwas, worauf der Erwachte immer wieder hinweist. Das Loslassen etwas Befreiendes ist. Ich sagte am Anfang, wir wollen haben, um sicher zu sein, wir wollen haben, um etwas zu sein. Und hier wird genau das Gegenteil behauptet. Schau hin und sieh zu, wie befreiend es ist, alles Murks wegzugeben, der ohnehin nicht taucht. Und ich komme zum Schluss, dass ihr erlöst seid. Dharma, Praxis, nicht? Dana ist eine Praxis. Es ist nicht nur so, dass man jetzt sich so verhält in einer bestimmten Situation, sondern dass man das als eine spirituelle Praxis begreift. Jetzt kommt das Kleine, aber es ist noch nicht alles. Sondern, wenn man so will, ist die Dana-Praxis erst das Lockerwerden für eine tiefere spirituelle Praxis. Wer da nicht zu Hause ist und völlig verhärtet ist, braucht von Nirvana nicht zu träumen. Das wird es uns gleich sagen. Aber selbst der gebefreudigste Mensch der Welt hat auch nicht übermorgen schon Nirvana. Sondern geben ist der Einstieg, wozu? Erstmal, um sich in ethisches Verhalten überhaupt hineinzubringen. Dass wir auch den Stellenwert dieser Praxis mal sehen. Diese Praxis ist notwendig, aber nicht hinreichend. Sie beginnt, um uns zu helfen, ethisch hochstehende Menschen zu werden. Das hilft uns wiederum, in die meditative Praxis hineinzukommen. Das wiederum hilft uns, auf der Ebene der Weisheit klarzukommen. Und Weisheit wiederum hilft uns, das zu erlangen, was wir eigentlich wollen. Endgültige Befreiung. So sind wir heute am Anfang des Anfangs so ungefähr. Aber wer den Anfang des Anfangs nicht wirklich sieht und nicht den ersten Schritt oder den zweiten auch geht, wird den letzten nicht erreichen. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören. Ihr habt mir Zeit gegeben, ihr habt mir eure Aufmerksamkeit gegeben und dafür bedanke ich mich erstmal. Tief durchatmen, Fenster aufmachen, hatte ich übersprungen vorhin, als ich über die Frage sprach, was gibt es denn, damit wir uns nochmal wenigstens an dem einen Punkt klar machen, dass das, was mir gibt, auch eine bestimmte Qualität haben sollte. Einmal, man soll das geben, was einem auch gehört. Ja, das klingt jetzt so. Also Robin Hood hat viel verteilt. Vielleicht kennt ihr Robin Hood noch. Ja, der hat unglaublich viel verteilt. Nur es hat ihm alles nicht gehört. Ja, er hat es hier genommen und dann weitergegeben. Wäre ein bisschen mit einem Makel versehen. Aber auch nicht den er weggenommen hat. Den hat es auch nicht gehört. Karmisch gesehen hat es den sehr wohl gehört. Ja, sonst hätten sie es nicht gehabt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wie man zu etwas kommt, ist ein anderes Thema. Dann die Qualität. Ja? Was ist denn das wert, was ich schenke? Ach, Oma hat Geburtstag, ach, das wollte ich so und so zum Müll tun. Pack es schön ein, ja? Kriegst die Oma. Also man will, ja, ihr lacht, kennt ihr das alles nicht? Ja? Man verschenkt doch das, was man nicht mehr braucht. Ja? Dann ist es weg. Und ein anderer Bolsch vielleicht. Wäre auch minder. Übrigens auch nicht schenken, was schädlich ist. Und da wird es sehr schnell heikel, ja? Ob man Alkohol verschenkt, eine gute Flasche Wein verschenkt, Whisky verschenkt, Zigarettenstangen oder. Ja, ob man Bücher verschenkt, die nur wirklich nichts taugen. Mal Filme, Videos, sowas, die wirklich nichts taugen. Das ist ein Punkt, wo sich überlegen muss, was gebe ich. Und vielleicht ganz zum Schluss auch noch, dass man darauf achtet, ob es dem anderen auch irgendwie nützt. Ja?
hat der was davon? Also um ein Geheimnis zu verraten, ich habe meiner Frau immer eine neue Krawatte und Rasierwasser zu Weihnachten geschenkt. Und habe mich gewundert, warum die sich nicht so wirklich freut. Irgendwann bin ich dahinter gekommen. So, das war unseriös zum Schluss. Aber es ist ein wichtiger Gedanke, der damit angesprochen wird. Braucht der das überhaupt nicht? Ich meine, Krawatte hat schon was. Und Männer kriegen ja immer Krawatten und Hausschuhe. Spätestens ab dem 10. Mal hat man doch genug Hausschuhe. Weites Feld, sich einzuspüren. Ich muss sagen, mir fällt das sehr schwer, mich einzuspüren. Was braucht der Betreffende überhaupt? Ja, es ist wirklich eine Frage der Sensibilität, die man sich da angewöhnen kann oder auch nicht. So, jetzt bin ich aber mal still, weil wir ja Fragen haben. Ne? Und zwar, ich wollte mal fragen, und zwar, was, ich würde das gar nicht verstehen mit dem Geiz. Ne? Also Sie haben gesagt praktisch, dass das und auch, dass man selber praktisch sich dann wertvoller fühlt. Gibt es noch irgendwas anderes vielleicht, noch irgendeinen Aspekt? Es gibt sicher viele. Ja? Wenn ihr bis Mitternacht Zeit habt, ich meine, das können wir jetzt vereinbaren, dann können wir alle Details. Aber ihr habt in der Vorbereitung gemerkt, ja, dass ich auch nur wirklich ein paar Aspekte darstellen kann. Man muss es sozusagen rausgreifen. Und das ist ja mit die Aufgabe auch unserer Aussprache, all das, was ich nicht ansprechen konnte, hier anzusprechen. Ja, es gibt sicher viele. Was ist denn dieser Hauptaspekt? Das ist das Wesentliche. Gibt es noch was Wesentliches? Ja, gibt es auch. Ja. Eine sinnliche Befriedigung, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen. Weil wir in diesem Zusammenhang oft und oft schon darüber geredet haben, warum will ich was zu Hause haben? Weil ich die Dinge genießen will. Das ist vielleicht das Allererste. Ja? Warum stelle ich mir denn so ein Fernsehgerät dahin? Weil ich die Bilder genießen will. Ja? Warum kaufe ich mir denn was Gutes zu essen? Was ist das Schlechtes? Nein, ich beschreibe ja nur die Motive, warum man etwas nimmt, warum man orientiert ist auf materielle Dinge. Vom Schlechten habe ich gar nicht gesprochen, das ist ja unser Leben. Naja, wenn man ehrlich ist, ist das unser Leben im Moment. Wir hatten es ja vorhin von geben im Sinne von, dass ich ein Opfer gebe. Wie weit geht das denn? Weil wenn ich was gebe, gebe ich natürlich was her. Das habe ich dann natürlich nicht mehr. Aber ich jetzt merke, der andere braucht das mehr als ich, dann opfere ich dann natürlich schon was. Kann dieses Opfer noch schlecht sein? Also wenn ich einfach zu viel gebe, oder? Das ist nur etwas, was sich gar nicht jetzt mathematisch festlegen lässt. Nee. Ja? So, und das ist garantiert etwas, was jeder mit sich selbst ausmachen muss. Ja, da gibt es keine festen Regeln. Okay. Ja? Ich meine, wer würde sich, da läuft jetzt ein Hund über die Straße und es kommt ein Auto und du rennst auf die Straße, um den Hund zu retten. Ja? Leider bist du nachher selbst nicht mehr am Leben. Das wäre ein Opfer. Aber sie wären dir bereit, dieses Opfer zu bringen. Ja? Bei den eigenen Kindern vermutlich. Aber bei einem fremden Hund vermutlich nicht. Ja? Also das sind jetzt nur mal Extreme, um zu zeigen, wie vielfältig Lebenswirklichkeit sein kann. Und wie die Frage sich aufwirft, wo ist mein innerer Status? Wo stehe ich selbst? Was kann ich schon? Ja? Also es ist nicht Sinn der Sache, zu geben, zu geben, zu geben. Ich hatte an einer Stelle erwähnt, nicht blind zu geben, sondern auch den Kopf einzuschalten. Kann ich mir das erlauben? Ist es nützlich? Es nützt doch niemand, ich habe es ja mal, glaube ich, angedeutet, all sein Geld zu verschenken und dann zu merken, jetzt kann ich nicht mal einkaufen heute Abend. Da ist was schiefgegangen. Ja, also das muss auch die Grenzen haben, dass nicht Schaden entsteht dadurch. So, eins, zwei, drei. Ich habe so eine Frage, dass zum Beispiel, wie man mit Menschen umgeht, die immer für Selbstverständlichkeit halten, dass sie immer alles nehmen. Ja, ich habe so eine Freundin und irgendwann möchte ich was auch zurück. Ich meine jetzt nicht materielles, aber normales Dankeschön oder das einfach, dass die das versteht, wie viel ich für sie tue, ja. Ich gönne ihr das und ich mache mit gutem Herzen, aber einfach nach mehreren Jahren irgendwie
möchte mal was zurückbekommen. Bin ich dann auch geizig oder wie beschreibt man und wie geht man damit um? Es ist eine Art von Geben, die mit Erwartung verbunden ist. Ich sage, das ist normal. Aber keine Art von Dana, die sozusagen den höchsten Stand erreicht hätte. Denn Dana perfekt ist Geben ohne Erwartung. Selbst der Bettler, der berühmte Bettler, ne? Und man braucht den ja immer, dem man nichts gibt, weil er es versäumt. Ja? Das ist ja im Grunde nur eine Ausrede. Dann brauche ich nichts zu geben, weil ich eine Begründung dafür habe, nichts geben zu müssen. Aber im Grunde ist Geben, jetzt hast du es in deiner Schale, jetzt ist es deins. Und du kannst machen damit, was du willst, weil es ja deins ist. Und wir lassen es im Geiste nicht los. Ja, wir geben es, aber wir wollen doch die Kontrolle, dass da was Vernünftiges mit passiert. Und wie gehe ich mit mir um dann, dass ich das nicht erwarte, was ich machen soll? Ja, weil das ist mehrere Jahre schon so läuft. Ja, ich möchte einfach, dass sie das versteht und ansieht. Ich sage nicht, dass sie mir jetzt Geschenke macht oder ich weiß nicht. Ja. Wir kommen später auf einen Vers nochmal, wo es heißt, wann gibt man gerne? Wenn man sich vor dem Geben freut, ach, das wird schön, der wird Augen machen. Wenn man Freude hat beim Geben, ach, guck mal, was er sich freut. Und wenn man nachher dran denkt, ach, war doch schön. Ja? Bei dir fehlt der dritte Punkt, um das mal jetzt da freut sie sich, dann gibst du es ihr auch und irgendwann sagt, jetzt müsste doch was zurückkommen. Das heißt, du nimmst am Ende so 3% wieder zurück. Auf psychologischer Ebene, ich meine, auf seelischer Ebene, ich bin nicht für materielle Sachen mehr. Ja, ich kann das nicht so beschreiben. Begnügt dich doch damit, dass jedes Dana, jede Form von Dana positive Folgen hat. Für den Empfänger und für dich. Das heißt, die Frucht, die daraus erwächst, ist mehr als der Dank, den sie dir verweigert, wenn sie den tut. Ja, es geht dir in der Sache nichts verloren. Bloß diese Bestätigung. Ja, genau. Und da ist so ein bisschen das Kaufmännische noch dabei. Wenigstens Danke kann man noch sagen. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Mir geht es genauso wie dir. Ich glaube, es geht uns allen so, dass unser Gedanke aufkommt, ach, wenigstens Danke, wenigstens das. Also, psychologisch gesehen ist das menschlich. Aber wir reden ja hier in diesem Raum auch nicht nur über menschliche Verhaltensweisen, sondern über Verhaltensweisen, die auch übermenschlich sind. Und übermenschlich ist, ich kann nicht dran denken, ja, dass man vielleicht, habe ich es jetzt nicht gehört? Weil ich habe es nur leise gesagt, ja, oder gedacht, wenn ich es gesagt habe. Geben ist der Akt der Befreiung auch. Wieder etwas Gutes getan, etwas Gutes in den Umlauf gegeben. Ich wollte noch mal ganz klar haben, das mit der Reinheit des Nehmenden, wie ich das einschätze. Ist das die Freude, die derjenige mir entgegenbringt über das, was ich ihm gebe, oder wie? Das habe ich nicht ganz verstanden. Habe ich auch ein bisschen knapp nur dargestellt. Also Reinheit zieht sich auf die Herzensreinheit. Wie kann ich das einschätzen? Ja, das musst du gar nicht einschätzen können. Ich sage mal ein praktisches Beispiel. Ich habe früher in der Kneipe gearbeitet, ja. Und dann kam immer mal einer und sagte, hol mir mal einen Kasten Bier, den will ich mit nach Hause nehmen. Dann habe ich den geholt und gegeben und haben die bezahlt. Und da war einer dabei, der nicht rein war, jetzt in dem Sinn, ich will als Beispiel nennen, der hat mir 20 Euro Trinkgeld gegeben. Ja? Ohne dass ich wusste, wer das jetzt ist, der hat einfach Kohle und hat mir Geld gegeben. Hast du 20 davon, Schein. Und so muss man sich das vorstellen, bei Reinheit, da ging der Buddha auf der Straße, du würdest den nicht erkennen. Aber du würdest was in seine Schale tun. Und seine Herzensqualität, die rein ist von Gier, Hass und Verblendung, das ist immer der Hintergrund. Heißt, dass du dadurch eine, das klingt wieder kaufmännisch, ja, das ist eine existenzielle Gesetzmäßigkeit, dadurch eine höhere Frucht, ein höheres Ergebnis erzielst, als wenn du einem gerade
entlassenen Sträfling etwas in die Hand hat. Es geht nicht darum, das einschätzen zu wollen. Nee. Deshalb habe ich das mit der Kneipe erzählt. Ja. Wenn da ein Geizkragen ist, dann gibst du was und der gibt dir nichts zurück. Er sagt, hier nicht mal danke. Und also hat eine andere Qualität. Er ist in dem Falle großzügig und sagt, danke, gerne, für dein Müll. Ja. Also es kommt auf das ethische Niveau an. So, jetzt die Doris war jetzt schon mehr. Ich wollte mal fragen, wie ist es, wenn jetzt jemand ein Geschenk machen will, denkt, ach, die Frau, ich möchte einfach mal eine Freude machen, oder der Mann oder wie immer auch, ja. Und man bastelt was und macht dann und tut und gibt ihn hin und der sagt dann, sag mal, wie kommst du da zu mir? Wie du sagst, zu schenken oder was? Geht mir alles wahrscheinlich selber Geld und ich will das gar nicht. Und dann ist man natürlich irgendwie ein bisschen frustriert, aber das ist doch auch so ein Verhalten, wenn man frustriert ist in dem Moment, wo man es zurückkriegt. Weil es vorher irgendwie mit einer Berechnung verbunden war, oder was? Man wollte ein Dankeschön hören, oder dass es sich mindestens freut, ja? Ja, ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir immer, nein, das ist falsch, dass wir mehr oder weniger oft eine Erwartung verbinden. Nicht? Wenigstens der freut sich. Und da kommt es wirklich vor, dass man jemandem was gibt und der dann sagt, was will denn der von mir? Ich krieg was geschenkt, da kann was nicht in Ordnung sein. Das soll den Hund die Urlaub nehmen. Oder ist einfach peinlich berührt oder so. Ne? Das habe ich auch gar nicht erwähnt. Nehmen können ist auch eine Kunst. Ja. Also nur sagen, ach, Dankeschön, prima. Und nicht so eine Abwehrhaltung. Ja, kann ich mich doch gar nicht wehren, warum ich und so. Das ist jetzt das Spiegelbild von dem Geben. Aber was, glaube ich, wir festhalten können, ist die Tatsache, dass Erwartungen, auch wenn sie subtil sind, oft mit Dana verbunden sind. Wenn jetzt einer ganz rein, gibt es das überhaupt, dass einer ganz rein, was den anderen macht, nur einfach um ihm Freude zu machen? Oder ist da immer eine Berechnung? Gibt es, aber es ist übrigens legitim, nicht, dass man jetzt denkt, ach, das wäre alles verboten oder so. Ich will jetzt nur mal darstellen, die Bandbreite der Motive, die verbunden sind. Ja? Und als Menschen sind wir ja Wesen mit sehr gemischten Motiven. Es ist eine Gemengelage in uns. Und deshalb ist diese Dana-Praxis auch eine Praxis, die uns selbst auf die eigene Spur führt. Wie bin ich denn überhaupt? Ja? Bin ich jemand, der eher klammert? Bin ich jemand, der geben kann? Bin ich jemand, der geben kann, nur unter der Voraussetzung, dass das auf derselben Ebene zurückkommt? Oder habe ich eine kleine Erwartung? Vielleicht habe ich auch nur die Erwartung, dann komme ich in den Himmel. Ja? Ist immer besser als stehlen, festhalten, etc. Es geben ist immer seliger denn nehmen. Aber wie selig ist, wie gesagt, abhängig von der Reinheit des Gebenden und von der Reinheit des Empfängers und der Gabe selbst. Da sieht man, wie viele tausend Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten es da gibt und denkbar sind. So, bitte. Das finde ich jetzt auch, dass man ein bisschen mehr auf den Geber jetzt mal achten soll. Der hat ja viel mehr davon, als der beschenkt wird. Denn durch, wie Sie vorhin sagten, es ist ein bisschen runtergefallen durch diese Resonanzerwartung. Denn indem ich mir das Geben antrainiere, das üblich wird in meinem Verhalten, lerne ich ja, das Anhaften loszulassen. Dadurch kommt eine ganz andere Verbindung zu dem Allem, was ist. Ich fühle mich verbundener. Mein Ego schrumpft in dem Moment, nämlich wahr, dass ich ja genau das bin, was der andere ist. Das ist das Auto. Und das ist doch die Entwicklung, das ist doch das große Geschenk, was wir dadurch erhalten können. Und wenn man das mal eine Zeit lang, ein halbes Jahr oder ein Jahr praktiziert, dann merkt man das. Und dann verliert man auch diese Resonanzerwartung. Und dann merkt man, wie man sich selber verändert hat. Und dass man nicht so an dem, was man hat, klammert. Denn das hält einen ja fest in hier und jetzt. Ja. Nur das Ego hält einen fest. Wenn das schrumpft, merke ich immer mehr, wie ich mit allem verbunden bin. Und die Treppe geringer wird zum Alleinsein. Du kannst das viel besser beschreiben als ich. Das ist genau dieser transzendierende
Danke. So, der Peter hatte sich gemeldet. Dankeschön. Ja, danke. Peter? Ja, ich wollte etwas ergänzen mit der psychischen Gesetzmäßigkeit, wo gesagt wird, das geht aber nun schon über Jahre so. Eigentlich müsste doch mal. Also über Jahre eine solche Gabe zu empfangen, kann überhaupt nicht spurlos an einem Menschen vorbeigehen. Das muss der auf die Dauer als etwas sehr Ungewöhnliches erleben. Möglicherweise bricht da irgendwann ein Damm und sie werden weggeschwemmt von der Dankbarkeit. Oder sie werden irgendwann für ihn als ein dieses Beispiel dastehen und sagen, ach ja, da kenne ich aber einen, der ist da ganz anders. Es ist also niemals spurlos. Ja, ich glaube, ich mache das gern. Das ist, wie gesagt, nur einfach Danke und Verständnis dafür, aber okay. Ich brauche nicht mehr. Ja, das ist. Mit dem anderen muss das wachsen. Das kann nicht spurlos an ihm vorbeigehen. Das ist doch etwas Ungewöhnliches. Das erlebt er doch nicht von mehreren Personen. Sie weiß das auch. Und das kann man abwarten. Man muss es dafür. Aber vielleicht ein tröstliches Futterbad. Ja. Das Phänomen gab es vor 2500 Jahren schon. Deshalb formulierte der Erwachte einmal so, es gibt drei seltene Menschen in der Welt. Einer, der das Dhamma lehrt, wie der Buddha. Einer, der seiner Schüler das lehrt. Und ein dankbarer Mensch. Ja? Ein seltener Mensch. Und das auf der ähnlichen, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, pädagogisch sicher überzogen. Aber der nennt es im Atemzug mit einem Buddha, der lehrt, der anscheinend auch selten in der Welt ist. Ja? Und einem Menschen, der anbieter ist, der dankbar ist. Also von daher ist hier ein Phänomen begegnet, das nicht einzigartig ist, sondern eher normal. Meine Frage ist jetzt nochmal, wie rein muss der Nehmende immer nehmen? Also wieder mit der Krawatte, ne? Das passt jetzt auch dazu, wenn der sagt, mir gefällt mir nicht, war ich dann nicht einfühlsam genug, will ich nicht haben, danke, kannst du wieder haben. Bei Kommunikation sind immer zwei beteiligt. Ja? Einer, der nicht hinguckt, ich hatte das Beispiel konstruiert, meine Frau kriegt Rasierer. Das ist so blöd, bin selbst ich nicht. Aber das ist die eine Seite. Man nimmt gar nicht wahr, was der andere will. Und jedes Kind schenkt seiner Mutter Praline. Und sie selbst gern isst. Ja, das ist so ein Stand der inneren Entwicklung. Aber auch der die Krawatte 10 Jahre nimmt. Habe ich neulich eine Reklame gehört. Ach, genau in die Richtung. Ach, Socken, Schatz, schön. Ich da 10-mal oder 20-mal mit seiner Frau immer dasselbe erlebt. Zu Weihnachten hat er Socken gekriegt und hat jedes Mal gesagt, ach, Socken, schön. Ja, da muss doch die Frau auf die Idee kommen, der mag Socken. Ja? Und das ist einfach die Frage, die kann man miteinander kommunizieren. Sagen also, ich habe doch schon 22. Wollen wir nicht mal dir lieber was von dem Geld schenken? Das ist natürlich eine sehr sensible Frage. Also wenn ich mein Leben so zurückgucke, wann habe ich von wem was gekriegt, dann fallen mir viele Dinge ein, wo ich mich einfach nur gewundert habe. So ein kleiner Kerl war ich und meine Oma schenkt mir so eine Blutwurst. Wenn euch das vorstellt. Das will doch keiner erfunden, so eine Blutwurst. Ja, aber es ist haften geblieben. Ich habe kein Geschenk aus als Kind. Da war es eine Unterhose drin. Ach, geschenkt. Das sind einmal gesellschaftliche Zwänge, die da sind. Manchmal kann man nicht immer das schenken, was man will. Was vielleicht nur Luxus ist. Aber manchmal kriegt man einfach nicht mit, was sind die Bedürfnisse da. Das ist der Punkt. Man kommuniziert nicht richtig. Und muss man es nehmen? Ja, aber man kann sagen, ja, was kann man sagen? Ja. Oder man kann sagen, jetzt habe ich mal nicht genug. Ja. Oder man kann mal sagen, wir schenken uns diesmal nichts. Was machen wir denn mit dem Geld? Wir machen das gemeinsam. Also ich bin da auch fantasielos, muss ich sagen. Wenn wir es eher nehmen, würde ich sagen,
Schon wieder. Aber jedes Verhalten, das auf dieser Ebene passiert, setzt das Ganze fort. Das hat mich. Das nächste Mal zu Weihnachten ist ja die Situation wieder da. Wäre reiner, wenn man sagen würde, du gefällt mir eigentlich. Ja, du musst es ja nicht mit Ärger sagen. Ja, eben. Oder kannst du auch, wenn es gefällt. Ja. Irgendwas, Ehrlichkeit ist manchmal nicht einfach. Jedes Lebens und Lebens erscheint mir teilweise erfahrbarer zu sein bei immateriellen Dingen. Also wenn ich mir vorstelle, dass man andere Leute unterhält, was gibt und die aus reinem Herzen sich amüsieren, dann kann ja auch eine entsprechende Rückmeldung, die einen auch wieder freut, das ist ja alles immateriell, aber genau diesen Effekt des Lebens und Lebens, wie man bei immateriellen Sachen erfährt, auch materielle Dinge zu erfahren, das ist ja ein bisschen die Herausforderung, weil das, wenn ich immer nachdenke, erzielt man selten solche reinen Reaktionen des Nehmenden praktisch, wie wenn man laut heiß lacht über einen Witz, den man erzählt hat oder sowas. Na, das ist immer etwas ja, schwer nachvollziehbar, wie das bei materiellen Dingen, wo man da bei materiellen Dingen genau dieses erzielt. Das ist auch schwer, weil da unsere eigene Erfahrung nicht hinreicht. Ja? Und deshalb hat er einfach an verschiedenen Punkten Gleichnisse gegeben. Ich hatte das ja genannt vom brennenden Haus. Das können wir nicht nachvollziehen aus unserer Erfahrung. Alles, was du schenkst, ist aufbewahrt für künftige Zeit. Und Spiritualität hat zum großen Teil mit Vertrauen zu tun. Ich probiere mal, ob es funktioniert. Und all das, was in diesem Leben an Ursachen und Wirkungen sich vollzieht, kann man merken, wenn man genau genug hinguckt. Aber all das, was sich nachtodlich erst zeigt, das können wir noch nicht prüfen. Da sind wir auf Vertrauen angewiesen. Und die Brücke ist eben, sofern ich hier und jetzt merke, dass dieser Zusammenhang existiert, kann ich daraus das Vertrauen entwickeln, dann wird das auch weitergehen. Und das werden wir sehen. Das ist ja unser Vorteil. Wir werden es ja sehen. Und du wirst sehen? Ich? Ja. Das Gegebene ist nicht in einem Schluck verschwunden. Es wartet. Ja, wir hören nachher eine Geschichte, wo das nochmal mit auftaucht. Genau dieser Punkt. So, jetzt muss ich gucken. Der Magnus hat ja lange sich gemeldet. Ja, ich habe nochmal eine andere Richtung eine Frage. Es gibt ja da auch einen karmischen Zusammenhang beim Geben. Und da gibt es ja zum Beispiel diese sechs Folgen des Wirkens. Die eine davon ist die Erziehung des Umfeldes und eine davon ist die Umgestaltung und der Bildung der eigenen Kinder. All das bedeutet ja, dass mit jedem Geben findet eine gedankliche Beurteilung statt, die dann wiederum auf das Herz sich auswirkt. Und Wahrnehmung ist ja eine Herzensbelegtheit. Ist das dann so, dass diese Herzensbelegtheit, dass dann die Wahrnehmung ist, die sich dann so darstellt, dass mir auch mehr gegeben wird, ist diese Wahrnehmung also ausschließlich das Resultat des positiven Bewertens des Gebens, weil ich ja immer beim Geben es auch positiv bewerte. Und es ist dann so, es gibt ja dann diese Aussage, dass dem schlechten Mann es so lange noch schlecht geht, bis die gute Frucht gereift ist, beziehungsweise im guten Mann, also umgedreht, dann der Fall. Ist es dann dementsprechend auch so, dass es verzögert in Erscheinung tritt? Also gibt es da, ist das immer zwangsläufig nur das Resultat der Herzensveränderung? Oder gibt es da noch irgendetwas anderes? Weil manchmal hat man ja so das Gefühl, es tritt relativ schnell ein Resultat ein, eine Veränderung. Kann beides sein. Aber du kannst ja nicht wissen, wenn du jetzt eine positive Tat vollbringst, dann weißt du ja gar nicht, wann und wie sie sich manifestiert. Es kann sein, dass du jetzt was ganz Tolles machst und übermorgen gewinnst du im Lotto. Ich mach's jetzt mal banal. Ja? Aber auch, guck mal, hat funktioniert. Ja? Da habe ich mal jemand was spendiert und schon kommst zurück. Das ist natürlich kurzfristig gedacht, weil du weißt nicht, was die Ursache dafür ist, dass du diesen Glücksfall hattest. Das kann zurückliegen in diesem Leben. 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, nehmen wir hier nicht. Es kann im vergangenen Leben angelegt sein, was sich jetzt manifestiert. Also was sicher ist, geben heißt bekommen.
Aber nicht jetzt geben heißt, in 5 Minuten bekommen. Das ist ja eine Aussage, die der Erwachte ganz klar trifft. Unsere karmischen Aktivitäten können ihre Frucht haben in diesem Leben, im nächsten oder in irgendeinem der künftigen Leben. Deshalb sollte man nicht jetzt überlegen, was habe ich wann wo getan, damit ich das jetzt getan habe. Der Mechanismus, den du genannt hast, der gilt immer. Ja, also von dem positiven Bewerten einer Sache transzendiert sozusagen die inneren Antriebe. Aus den inneren Antrieben gehen unsere Handlungen hervor und aus den Handlungen gehen unsere Erlebnisse hervor. Das ist der karmische Zusammenhang jetzt mal ganz verdichtet. Und dieser karmische Zusammenhang, der stimmt als Zusammenhang immer. Aber die zeitlichen Dinge sind völlig davon getrennt. Sind wir auch nicht in der Lage, das zu sehen. So, jetzt muss ich erst mal überlegen. Ja, ich. Den habe ich übersehen. Wolfgang, ja? Nee? Mich hast du übersehen vorhin. Ich habe mich nur angeguckt, 5 Minuten lang vorhin. Okay. Jürgen, du hast das Wort. Dankeschön. Es geht darum eigentlich, wenn man nur mit dem Herzen und ohne Nebengedanken irgendwie und ohne Ego irgendwie schenkt, dann hat man doch, ist das freie Schenken oder ist das anders? Das ist die Frage, ne? Ja, das muss man sich halt erarbeiten, das üben, mehr kann man da nicht machen. Wir müssen uns gar nicht überfordern jetzt, dass wir denken, ab heute nur noch reinen Gemütes. Ja? Sondern das entsteht, wenn man so will, von alleine, weil diese Akten, ich nannte das ja eine Praxis, eine spirituelle Praxis, uns selbst verändert. Und wenn wir merken, dass uns etwas zum Besseren verändert, dann kommt da ein Selbstlauf rein. Keiner sagt, oh, jetzt geht es mir gut genug, Schluss. Das ist eine Dynamik. Man sieht, ach, guck mal, es funktioniert tatsächlich. Und irgendwann, um das auch nochmal zu sagen, sind wir auch gar nicht mehr so materiell interessiert, dass uns das nur gerade, sondern es anmacht, wenn da alles an Dingen auf uns einströmt. Das ist ja gerade der Übergang, der in dieser Praxis auch angelegt ist. Der Übergang von der weltlichen Orientiertheit auf die inneren Veränderungen. Innere Veränderung heißt ja zu eigenem Wohl, also zu Wohl, das aus dem eigenen Inneren heraus aufsteigt. Und das ist, wenn man so will, ein Reinigungsprozess. Dana ist ein Reinigungsprozess, der in uns alles, Flecken, nicht alles, vieles, was in uns an Flecken und Kleinheiten und Engheiten einfach wegspült. Herzensveränderung hat das Markus genannt. Und wenn das Herz weit wird und klein wird und offen wird, ja, dann erleben wir auch tatsächlich eine andere Welt. Ja. So, jetzt gibt es 2 Worte. Wortmeldungen. Ich habe schon an Schlimmeres gedacht, wenn ich euch nicht in die Pause entlasse. Also 2 Wortmeldungen. Doris. Ich wollte mal fragen, wer uns buddhistischen. Entschuldigung. Ich wollte fragen, bei uns im buddhistischen Bereich heißt es ja immer Verdienste. Man bekommt, wenn man etwas auch gibt und so Verdienste. Und da habe ich ganz in der Anfangszeit, habe ich immer gesagt bekommen von jemandem, denk dran, das gibt Verdienste. Aber da bin ich doch auch schon wieder berechnet, wenn ich irgendwie an Verdienste denke. Ja, und ja, meine Dalai Lama hat mal gesagt, oder sagt er schon öfter, wenn du klug egoistisch sein willst, dann halte die ethischen Regeln ein. Ja? Wir sind berechnet, weil wir noch Menschen sind. Aber das ist doch gut, wenn wir das Richtige berechnen tun. Ja? Ich habe doch ein paar Beispiele genannt, wie man zu den Dingen kommt, die man haben will. Ja, das eine ist so, nehmen. Das ist auch eine Art von Berechnung. Aber eine, die unterm Strich negativ aufgeht. So, wenn durch Dana etwas zu mir kommt, ist das eine Berechnung, die aber positiv ist, weil sie niemandem schadet. Nicht nehmen schadet, aber geben schadet niemandem. Nur irgendwann kommt man auf die Idee, das ist noch nicht alles, das ist noch nicht genug. Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, diese Dana-Praxis steht in einem Zusammenhang. Die nächste Stufe wären die Silas, die ethischen Regeln. Die nächste Stufe der Übung ist die Meditation im weiteren Sinne. Darunter Weisheit. Und erst dann kann man sagen, so, jetzt beginnt Freiheit. Ja, aber es ist ein positiver Schritt in die richtige Richtung,
aber nur nicht der letzte Schritt und nur nicht der endgültige Schritt, sondern eine vorbereitende Praxis. Aber das ist alles. Sie hatten vorhin gesagt, dass Dana, was zu einem guten Leben wiedergeburt führt, Dana und noch eine eigenschaftliche Sila. Das war das ethische Verhalten. Das ist das ethische Verhalten. Dann wollte ich kurz fragen, wenn man jetzt verstorbenes Essen schickt, ich dachte, im Buddhismus ist so, dass man Verstorbene loslassen soll, idealerweise. Das ist das Beste wäre. Wenn ich jetzt Essen für dich hinstelle, was ist denn los? Und was passiert mit dem Essen dann? Los, nicht loslassen heißt, ach du Arme, du bist verstorben, warum bist du nicht bei mir geblieben, du hättest doch und ich bin so allein ohne dich. Das ist nicht loslassen. Geben ist doch genau das Gegenteil von loslassen. Man braucht doch nicht jetzt loslassen in dem Sinn, dass man nie mehr an jemanden denkt. Nein, loslassen ist ja Abhängigkeit loslassen. Wenn wir uns in der Familie wechselseitig loslassen, dann macht keiner mehr was für den anderen. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ja. Auch gar nicht. Also, loslassen, aber nicht vergessen. Also schon. Und was passiert mit dem Essen dann? Gute Frage, ja. Ich mache mal katholisch an. Ja. Weil es im Katholizismus ja sowas gibt wie die armen Seelen. Die armen Seelen sind Verstorbene, die aber nach der katholischen Auffassung nicht in den Himmel gekommen sind, so wahnsinnig gut genug, aber auch nicht in die Hölle, so wahnsinnig schlecht genug, sondern in einen Bereich, der dazwischen ist, Fegefeuer, wird er manchmal gesagt. Das ist eine Zeit, die man als Reinigungszeit erlebt. So, und da heißt es in der alten buddhistischen Tradition, vorher bei den Brahmanen schon, dass diese Wesen sozusagen kommunikationsfähig sind mit den Menschen, weil sie noch relativ menschennah sind von ihrem Herzen und von ihrem Erleben. Und von ihnen heißt es, dass sie empfänglich sind für das Essen. Aber nicht für die Kartoffel, die ich hier hinlege. Klar, weil das ist ja physisch aus unserer Welt. Sondern, ich nenne das jetzt mal platt, die Essenz der Kartoffel, das Gegebene, diese Absicht hier, nicht? Das erreicht sie. Man will nicht zu sehr materialistisch denken. Wir müssen immer daran denken, dass Leben ein geistiger Prozess ist. Macht die das denn auch uns gewogen, dass man sagt, das ist jemand noch so egoistischen Reich und der stört uns ein bisschen, wenn man dem was hinstellt, dann wird er lecker oder so? Das ist in allen Traditionen ist es ja mit ein Grundmotiv für Opfer. Auch den Göttern opfern wir ja, damit sie lieb sind. Ja? Und dem Schwiegervater, der uns das ganze Leben lang sozusagen genervt hat, den gibt man was, dass er Ruhe hält. Das sind alles zusammen menschliche Motive. Ja, das hängt davon ab, wie sie wirklich sind. Ja? Ich meine, das sind doch alles Veränderungsprozesse, die minimal stattfinden. Keiner wird ja von heute auf morgen ein ganz anderer. Wir haben das Beispiel von der Undankbarkeit ja schon gehört. Nicht? Und da haben wir gehört, dass auch wenn diese Frau sich nicht anders zeigt, trotzdem sie irgendwie innerlich anders ist. Man reagiert automatisch anders, wenn man was bekommt. Wenn man immer was bekommt. Zwischenwesen. Ja, Moment, ich erkläre das Prinzip. Ja? So dass die Wandlungsfähigkeit der eigenen Psyche ja nicht schlagartig abläuft, sondern es ist ja ein Veränderungsprozess, der ja manchmal langsam vor sich geht. Und bei den Wesen, die verstorben sind, ist das doch genauso. Die sind doch auch nicht von heute auf morgen anders, nur weil sie irgendwo jetzt sich anders wiederfinden, in einem Wiedergeburtsprozess. Sondern sie sind ja im Grunde dieselben, die sie vorher waren, nur mit dem einen Unterschied, sie haben keinen bruchstofflichen Körper mehr. Ansonsten, wenn wir jetzt tot umfallen, dann ist dieser Körper nicht mehr zur Verfügung, aber wir, die wir uns als Wesen empfinden, sind doch genau dieselben. Unser Charakter hat sich doch mit dem Tod nicht verändert. Und wenn wir dankbar sind, dann sind wir dankbar, wenn unsere frühen Verwandten an uns denken. Ach, guck mal, wir sind nicht vergessen. Wenn wir undankbar sind,
Dann meckern wir über das Opfer, das da steht. Warum hat er mir nicht davon gegeben? Da weiß ich genau, dass ich kein Brokkoli esse. Ja, ich rede doch nur darüber, wie das Leben tatsächlich ist. Das ist, was ich einfach vermeiden will, dass wir auf der einen Seite nur leere Gedanken hören, aber die nicht verbinden mit der Banalität unseres Lebens. Und an dem Lachen merke ich ja, in welchen Banalitäten wir noch verschreckt sind. Ja? Sonst würden wir alle denken, von was redet der eigentlich? In welcher Welt ist der zu Hause, dass der diese Dinge da weiß? Was passiert mit der Kartoffel kommt nachher in den Müll. Bei den alten Griechen. Weil Sie gesagt haben, es wird gegessen, deswegen fragt der Reichmann, wer isst die Kartoffel? Also in der Hunger. Wer Hunger hat. Also bei den alten Griechen beispielsweise, ein opferfreudiges Volk. Die wussten, ich opfere den Hammel oder was auch immer, der Duft steigt zu den Himmelswesen, die ernähren sich von dem Duft und den Hammel essen wir selbst. Das ist das Lebenspraktik. Also das haben wir alles aufgenommen. Ja? Also der Vortrag, den werden wir aufheben und die Diskussion werden wir schneiden. Die kommt sozusagen weg, die kommt unter Verschluss. Einverstanden. Jetzt haben wir eine halbe Stunde, 20 Minuten. Ja, vielen Dank. Um halb eins ist der Die Erzählung von dem Hasen. Als ehedem zu Benares Brahmadatta regierte, nahm der Bodhisattva seine Wiedergeburt in der Hasenfamilie und wohnte im Walde. An der einen Seite dieses Waldes aber war ein Berg, auf der anderen ein Fluss, auf der dritten ein Grenzdorf. Drei andere Tiere waren seine Freunde. Ein Affe, ein Schakal und ein Fischotter. Diese vier Weisen wohnten zusammen. Wenn sie sich an jeder an seiner Futterstelle Nahrung gesucht hatten, kamen sie zur Abendzeit zusammen. Der weise Hase sagte, man muss Almosen geben, man muss die Gebote halten, man muss die Uposatha-Gebräuche beobachten. So ermahnte er die drei anderen und unterrichtete sie in der Tugend.
Die anderen stimmten seiner Ermahnung zu. Dann gingen sie alle in ihre Höhlen und schliefen. Während so die Zeit verging, betrachtete eines Tages der Bodhisattva den Himmel. Als er den Mond sah, merkte er, dass morgen der Uposatha-Tag sei, und er sprach zu den drei anderen: Morgen ist Uposatha-Tag. Auch ihr drei betätigt die Gebote und feiert den Fasttag. Wenn man die Gebote beobachtet und so einen Almosen spendet, so bringt dies große Frucht. Wenn daher ein Bittender zu euch kommt, so gebt ihm von der Nahrung, die ihr essen wollt, und genießt sie dann selbst. Sie stimmten zu mit dem Worte »gut« und zogen sich in ihre Behausungen zurück. Am nächsten Tage verließ der Fischotter in der Früh seine Behausung und begab sich an das Ufer des Ganges, um sich Nahrung zu suchen. Dort hatte ein Fischer 7 rote Fische gefangen, mit einer Schlinge zusammengebunden, aus dem Wasser gezogen und am Ufer des Ganges mit Sand bedeckt. Während er Fische fing, fiel er weiter unterhalb in den Ganges. Der Fischotter witterte nun den Geruch der Fische. Er scharrte den Sand hinweg. Als er die Fische sah, zog er sie heraus und rief 3-mal: Ist jemand der Besitzer dieser Fische? Als er keinen Besitzer sah, nahm er die Schlinge in sein Maul, trug sie in seine Behausung und legte sie dort nieder, indem er dachte: Zur rechten Zeit werde ich sie fressen, und über seine Tugend nachsann. Auch der Schakal hatte seine Höhle verlassen, um sich Nahrung zu suchen. Da sah er in der Hütte eines Feldhüters 2 Fleischspieße, eine Eidechse und einen Molkentopf. Nachdem er 3-mal gerufen hatte: Ist jemand der Eigentümer dieser Dinge? Und keinen Eigentümer gesehen hatte, schlang er sich den Strick, an dem der Molkentopf hing, um den Hals, nahm die Fleischspieße und die Eidechse in das Maul und brachte dies alles in das Gebüsch, wo er wohnte. Hier legte er es hin und legte sich nieder, indem er dachte: Zur rechten Zeit werde ich es fressen, und über seine Tugend nachsann. Auch der Affe war in den Wald gegangen, hatte dort ein Bündel von Mangofrüchten geholt und in das Gebüsch gebracht, wo er wohnte. Er legte sich nieder, indem er dachte: Zur rechten Zeit werde ich es verzehren, und sann über seine Tugend nach. Der Bodhisattva aber war zur rechten Zeit fortgegangen, um Gras und Kräuter zu verzehren. Als er nun in seinem Gebüsch lag, dachte er: Wenn Leute zu mir kommen und mich um etwas bitten, so kann ich ihnen doch keine Gräser geben. Sesamkörner, Reiskörner oder dergleichen habe ich nicht. Wenn ein Bittender zu mir kommt, werde ich ihm das Fleisch meines eigenen Körpers geben. Von der Glut seiner Tugend wurde der aus edlem gelbem Stein bestehende Thron Sakkas heiß. Als dieser darüber nachdachte, bemerkte er die Ursache davon und dachte: Ich will den Hasenkönig auf die Probe stellen. Zuerst begab er sich nach der Behausung des Fischotters und blieb dort in der Kleidung eines Brahmanen stehen. Als jener ihn fragte: Warum stehst du hier, Brahmane? Antwortete er: Du Weise, wenn ich etwas Speise bekäme, würde ich den Fasttag halten und die Asketentugend betätigen. Der Fischotter erwiderte: Gut, ich werde dir Nahrung geben. Und indem er ihn anredete, sprach er die folgende erste Strophe: Ich habe 7 rote Fische vom Wasser auf das Land gebracht. Dies ist, Brahmane, was ich habe. Iss sie und bleib im Walde wohnen.
Der Brahmane entgegnete, bis morgen früh hat es Zeit. Ich werde es später sehen. Und er ging zu dem Schakal hin. Als auch dieser fragte, warum er gekommen sei, sagte er ebenso. Der Schakal erwiderte, gut, ich werde dir Speise geben. Und ihn ansprechend sprach er folgende zweite Strophe. Boshaft habe ich das Abendessen des Feldhüters mir angeeignet, zwei Fleischspieße, eine Eidechse und einen Krug gefüllt mit Molken. Dies ist's, Brahmane, was ich habe. Iss dies und bleib im Walde wohnen. Der Brahmane antwortete, bis morgen früh hat es Zeit. Ich werde es später sehen. Und er ging zu dem Affen hin. Als auch dieser fragte, warum er gekommen sei, sagte er ebenso. Der Affe erwiderte, gut, ich werde dir Speise geben. Und ihn anredend sprach er folgende dritte Strophe. Früchte vom Mango, kühles Wasser und kühler Schatten, der erfrischt. Dies ist's, Brahmane, was ich habe. Genieße es und bleib im Walde. Der Brahmane antwortete, bis morgen früh hat es Zeit. Ich werde es später sehen. Darauf ging er zu dem weisen Hasen hin. Als auch dieser fragte, warum er gekommen sei, sagte er ebenso. Da dies der Bodhisattva hörte, wurde er mit Freude erfüllt und sprach, O Brahmane, gut hast du daran getan, dass du um Speise zu erhalten zu mir kamst. Heute werde ich dir eine Gabe spenden, die ich noch nie vorher spendete. Du bist aber tugendhaft und wirst kein lebendes Wesen töten wollen. Darum trage Holz zusammen, brenne daraus Kohlen und sage es mir dann. Ich werde mich selbst hingeben und mich in das Innere der Kohlen stürzen. Wenn mein Körper gebraten ist, so verzehre mein Fleisch und vollführe dann die Asketentugend. Und indem er ihn anredete, sprach er folgende vierte Strophe. Ein Hase hat nicht Samenkörner und auch nicht Bohnen oder Reis. Mich in dem Feuer hier geröstet, verzehe und bleib im Walde wohnen. Als Sakka seine Worte vernahm, schuf er durch seine göttliche Macht einen Kohlenhaufen und sagte es dann dem Bodhisattva. Dieser erhob sich von seinem Lager aus Gras und Kräutern, ging dorthin und sagte, wenn in meinen Haaren Tierchen sind, sollen sie nicht sterben. Daher schüttelte er dreimal seinen Körper. Dann brachte er seinen ganzen Körper als Gabe dar, sprang auf und stürzte sich wie ein Goldschwan in einen Lotusbüschel freudigen Herzens in den Kohlenhaufen. Das Feuer aber vermochte am Körper des Bodhisattva nicht einmal die Spitzen der Haare heiß zu machen, und es war, als sei er in einen Schneehaufen geraten. Da sprach er zu Sakka, »O Brahmane, das Feuer, das du machtest, ist zu kalt und kann nicht einmal die Spitzen der Haare an meinem Körper erhitzen. Was ist dies?« Darauf antwortete Sakka, »Du Weiser, ich bin kein Brahmane. Ich bin der Gott Sakka und kam hierher, um dich auf die Probe zu stellen.« Der Bodhisattva erwiderte, »Sakka, lasse es nur sein. Auch wenn die ganze Welt mich in Bezug auf meine Freigebigkeit auf die Probe stellen würde, würde sie nicht sehen, dass ich ein Almosen verweigern will.« Nach diesen Worten stieß er den Löwenruf aus. Darauf sprach Sakka, »Du weiser Hase, dein Vorzug soll ein ganzes Weltalter hindurch offenkundig sein.
Er drückte einen Berg zusammen und zeichnete mit dem Safte des Berges auf die Mondscheibe das Bild eines Hasen. Dies teilte er dem Bodhisattva mit und ließ ihn dann in diesem Walde in demselben Gebüsch auf zartem Kusagras sich niederlegen. Darauf kehrte er in seine Götterwohnung zurück. Die vier Weisen aber erfüllten einmütig und einträchtig die Gebote, beobachteten die Uposatha-Gebräuche und gelangten dann an den Ort ihrer Verdienste. Ohne Erben. Da nun begab sich der König Parsenadi mitten am Tage dahin, wo sich der Erhabene befand. Nachdem er sich dorthin begeben und den Erhabenen ehrfurchtsvoll begrüßt hatte, setzte er sich zur Seite nieder. Zu dem zur Seite sitzenden König Parsenadi sprach da der Erhabene also: Warum denn kommst du, o Großkönig, mitten am Tage? Da ist Herr in Savatthi ein Gildemeister und Hausherr gestorben. Ich komme, nachdem ich eben sein Besitztum, für das kein Erbe da ist, in den Königspalast habe verbringen lassen. Es waren 80 mal 100.000 an Gold. Was soll ich vom Silber sagen? Und dabei war das Essen, das der Gildemeister und Hausherr genoss, solches: Reis mit der Hülse und saure Grütze dazu. Und die Kleidung, die er anlegte, war solche: Er pflegte ein Hanfgewand zu tragen, das aus drei Stücken zusammengeflickt war. Und das Fuhrwerk, dessen er sich bediente, war solches: Er pflegte in einem schadhaften Wagen zu fahren, über den ein Blätterschirm gehalten wurde. So ist das, o Großkönig, so ist das, o Großkönig. In früherer Zeit einmal versah der Gildemeister und Hausherr einen Einzelbuddha mit Almosenspeise. Er sprach: Gebt dem Samana Almosenspeise. Dann erhob er sich von seinem Sitze und ging weg. Später aber bereute er es, dass er das Almosen gegeben hatte und dachte, besser wäre es, die Sklaven und Arbeitsleute essen die Almosenspeise. Er brachte aber auch seines Bruders einzigen Sohn wegen seines Besitztums ums Leben. Weil nun der Gildemeister und Hausherr den Einzelbruder mit Almosenspeise versehen hat, wurde er infolge dieser Handlung 7-mal zu glücklicher Existenz in der Himmelswelt wiedergeboren und vermöge des Restes, der von den Folgen dieser Handlung blieb, übte er hier in Savatthi 7-mal die Würde eines Gildemeisters aus. Weil nun aber der Gildemeister und Hausherr es später bereute, dass er Almosen gegeben hatte, neigt infolge dieser Handlung sein Herz nicht zu besonderem Genuss im Essen. Sein Herz neigt nicht zu besonderem Genuss in der Kleidung. Sein Herz neigt nicht zu besonderem Genuss in Bezug auf das Fuhrwerk. Sein Herz neigt nicht zu besonderem Genuss der 5 Arten sinnlicher Freuden. Weil nun aber der Gildemeister und Hausherr seines Bruders einzigen Sohn wegen seines Besitztums ums Leben gebracht hat, musste er infolge dieser Handlung viele Jahre, viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende,
viele Jahrhunderttausende in der Hölle braten. Vermöge des Restes, der von den Folgen dieser Handlung blieb, führt man hier zum siebten Mal seinen Besitztum, für das kein Erbe da ist, in die Schatzkammer des Königs über. Das alte Verdienst, o Großkönig, des Gildemeisters und Hausherren ist aufgebraucht und neues Verdienst ist nicht angesammelt. Jetzt aber muss der Gildemeister und Hausherr in der Hölle braten. Dann beginnen wir. 5 Minuten Schweigen, Stille. So, willkommen zurück. Willkommen an die, die jetzt zu uns gestoßen sind. Herzlich willkommen miteinander. Wir haben ein Thema, das relativ einfach klingt. Dana in Bali und geben auf Deutsch. Aber es ist ein Thema, das im Grunde unerschöpflich ist. Und heute Morgen hatten wir so ein bisschen Input, so ein erstes Gespür für das, was an Aspekten damit verbunden ist. Und das wollten wir heute Nachmittag ein bisschen vertiefen. Aber ich möchte jetzt keine längeren Vorträge noch zusätzlich halten, sondern so machen, dass ich ein paar kurze Impulse gebe, kurze Texte euch vortrage und wir dann im Gespräch miteinander das eine oder andere einfach dazu sagen, dass ihr auch die Gelegenheit habt, eure Assoziationen und Erfahrungen einzubringen. Die erste Story, die ich erzähle, kennt ihr vielleicht schon, ist die verschenkte Mohrrübe. Die Ursprungsquelle ist mir nicht bekannt, aber es hat einen christlichen Hintergrund, was ja nicht schadet. Also, die verschenkte Mohrrübe. Die arme Seele eines Gestorbenen entdeckte den Handgriff für die Himmelsglocke und zog daran. Der Himmelshüter blickte durchs Fenster herab und fragte, was sie wohl Gutes getan habe, um dessen Willen sie Einlass begehre. Die Seele schweigt. Nun warte, ich will einmal nachsehen, sagte der himmlische Pförtner freundlich und schlägt nach in seinem großen Buch. Aha, da steht es, sagt er, du hast einmal eine Mohrrübe verschenkt. Nun gut, an dieser Mohrrübe will ich dich jetzt in den Himmel hinaufziehen. Er ließ an einem feinen Faden eine Mohrrübe herunter, bis zu der Stelle, wo die arme Seele stand. Diese umklammerte in inbrünstiger Umarmung die Mohrrübe und siehe da, sie wurde aufgehoben und schwebte bald weit über dem Erdboden. Da erblickte die arme Seele noch ein zweites Wesen, das noch dürftiger als sie selber war, das sich an ihre Beine festgehakt hatte, um auch in den Himmel zu kommen. Die arme Seele aber kannte keine Kameradschaft und kein Mitleid mit der anderen, sondern rief empört, meine Mohrrübe! Und im selben Augenblick riss der Faden und beide Unglückliche stürzten hinab in den Abgrund. Soweit, jetzt eure Erfahrung. Also ihr seht, wer eine Mohrrübe verschenkt hat, hat schon die Chance. Wir mal überprüfen, wie viele Mohrrüben ihr verschenkt habt. So, was steht an Psychologie, an existenzieller Erfahrung hinter diesem Text? Ich höre. Hallo. Das ist ein Moment wirklich. Ja, lass zu. Ja. Bei dem Peter hat es schon gewirkt. Also als erstes nehme ich dem, es geht keine Informationen über das Tun und Lassen verloren. Das ist immer wichtig, ja. Weil, das hatten wir heute Morgen immer angetippt, die Mohrrübe, die ich euch gebe, die ist nicht mehr in meinem Keller. Und wenn ich Lust habe, weiß ich, zu schmatzen, nicht, dann ist sie weg. Und hier sagt Peter zu Recht, die Mohrrübe ist weg, ja, kann sein. Aber die Information, dass dieser Akt des Gebens geleistet worden ist, geht nicht verloren.
Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Karma. Das ist ja immer das Grundthema, ein Grundthema der buddhistischen Belehrung. Karma heißt ja nichts anderes als Akte des Tuns, sich später irgendwie in der sogenannten äußeren Welt als Erlebnis manifestieren. Konkretisiert, nicht? Die Mohrrübe, die ich weggebe, ist virtuell gespeichert, nennt es einfach so mal, um ja, bei geeignetem Anlass als Erleben wieder aufzutauen. Aber ich ergänze Peter nochmal, nicht nur die Information geht nicht verloren, sondern auch die Qualität, was da ja drin steckt. Das ist ja eine positive Qualität. Das heißt, es ist ein positiver Impuls in das sogenannte Dasein hineingegeben, das sich dann als positives Erlebnis manifestiert. Das ist das Grundprinzip. Ja, Ina. Du hast es, glaube ich, vorhin das Kaufmannsgehabe genannt. Das schwingt da so mit, aber ich verschenke die Mohrrübe damit. Er wollte schlussendlich die Mohrrübe verschenken, werde ich daraus, um in den Himmel zu kommen. Jetzt war er kurz davor. Also dieses Wollen ist einfach, hat er einfach sein lassen. Das ist das, was ich da raushöre. Also so dieses richtige Loslassen hat meiner Meinung nach nicht stattgefunden. Das ist richtig. Ja, also es ist nichts über das Motiv gesagt, warum der Betreffende irgendwann diese Rübe war. Der Schenker hat das nicht. Aber es ist deutlich gesagt, dass dieses Geben eben nicht 100% war, sozusagen endgültig. Und da, wo es wirklich darauf ankam, hat er zwar diese Rübe verschenkt, aber die gute Frucht, nicht? Da hat er dann wieder gesagt, nee, die ist mir. Also das ist eben das Zwiespältige des Menschen, dass er auf der einen Seite in der Lage ist zu sagen, da hast du, auf der anderen Seite aber auch eigene Interessen noch da sind. Und wenn die eigenen Interessen sehr stark sind, ist schon ein Unterschied, ob es im Leben nach unten geht, ne, oder nach oben geht, dass du dann im Zweifel sagst, nee, du arme Seele, hast eben Pech gehabt, du hast keine Mohrrübe verschenkt, ich schon, also habe ich das Privileg auf den Himmel. Dass man dann doch noch die Trennung macht zwischen einem Leben, das wichtiger ist und das mein eigenes, und einem Leben, das dann auch wichtig ist, aber nicht ganz so, das ist das andere. Die Mohrrübe war die Chance, die gute Tat, ja. Aber die Ego-Haltung hat alles zunichte gemacht. Ja. Ein dickes Ego. Kann ich aufsteigen. Ja, der einen Hand gegeben, mit der anderen Hand ist wieder einkassiert. Das Ego, das dicke Ego. Das ja. Alles loslassen, Persönlichkeit loslassen. Wobei das Ego doppelt auftaucht, hier ist das Ego in Form von mein. Ja? Also Ego ist ich. Ja, vor allem ich, und den Himmel. Was du machst, ja, ist egal. Mahayana, ja. Wir alle. Ja. Magst du? Ja, und er hat sich ja eigentlich nicht nur die Rübe gewirkt, sondern auch den Faden an den Empfänger und denjenigen, der oben gezogen hat. Und das, was er letztlich gerissen ist, war ja dieser Faden. Ja. Die Rübe sozusagen an sich hat er noch gehabt. Aber es hat ja eine verweigernde Tat stattgefunden und die hat dann das entsprechende Ergebnis hervorgebracht. Wenn ich was sagen darf, und zwar vielleicht für die, denen noch so ein Quäntchen fehlt, um das so ganz so anzunehmen. Und zwar die Quantenphysik sagt, alles ist Energie. Jede Handlung, jeder Gedanke, jedes Gefühl ist Energie. Und das sendet eine Frequenz aus und genau auf der Frequenz kommt das zu uns zurück. Und das sagt die Quantenphysik. Und das ist jetzt Wissenschaft. Und das ist irgendwie, jetzt ich meine, das ist ja Erfahrungswissen. Und das ist ja, aber wem es noch so gerade fehlt, so das bestätigt auch die Wissenschaft, dass das so ist. Und übrigens auch, dass nichts verloren geht im Universum und dass unsere Seele kann auch nicht verloren gehen. Also das war etwa das, was ich in anderen Worten angedeutet habe. Wirken, das Tun ist sozusagen das Energetische. Nicht nur die Erscheinung ist die Kehrseite des Energetischen.